Herzlich willkommen hier bei Tempo37 Gaming. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist wieder Minecraft-Tag. Bis Mitte September diesen Jahres wird es wahrscheinlich Minecraft wieder Mittwochs geben, also Mimi-Tag. Kein Dimi, sondern Mimi. Ja, begrüßen wir zuerst die Gäste, die Schuhe, die mit Hallöchen. 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 Und den guten Schmerz, ich grüße dich. Guten Abend. So, ob der Jesse J kommt, weiß ich jetzt nicht. Er wollte auch nochmal vorbeikommen, der war ja letzte Woche da. Habe ich immer eine schöne Rüstung mal gemacht. So, was gibt's Neues? Wir haben ja unser letzte Woche habe ich ja gefehlt wegen Audit quasi, alles bestanden, alles schön, alles hübsch. Super. Ja, und dann kann man jetzt wieder erstmal 3 Jahre durchatmen. Das ist doch was. Alle 3 Jahre kommt er ja vorbei, der gute Mann. Ja. Schauen wir mal. Genau, schauen wir mal. Und bei euch? Auch soweit ganz gut. Können nicht klagen. Sieht sogar ganz gut aus. Hab die letzte Zeit mehr Return to Moya gespielt. Das Spiel gefällt mir immer besser. Ja, So. man braucht eine Weile, bis man sich mit dieser ganzen Steuerung da auseinandergesetzt hat. Ne? Also es ist wirklich anfangs noch ein bisschen erstmal komplex, aber ich finde, man kommt dann irgendwann ganz gut rein, ja. So, erstmal kann ich jetzt ein paar Fischköder bauen. Geht das mit den Fischen so? Kann ich, sehr gut. Kann ich, mit der Krabbe auch? Mit der Krabbe kann ich keinen Fischköder machen. Okay, gut. Wie gesagt, das Spiel macht mir ungeheuer Spaß. Mittlerweile, also es hat was. Sagen wir mal so. Gut, Erinnert Steuerung. auch. Steuerung ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, geht aber soweit, denke ich mal. So, haben wir jetzt hier irgendwas an. Oh, ich kann mich gerade gar nicht bewegen. Jetzt geht's wieder. Was haben wir hier denn so? Buntbarsch. Was wollte ich denn sagen? Aus dem Kopf, aus dem Sinn und schon ist es vorbei, ne? Oder wie war das? Passiert. Ja, diese, wie gesagt, die Steuerung, die ist nun. Ups, hallo Miezekatze. Wir haben ja ein bisschen Katzen-Content. Aber wie gesagt, das Spiel macht ungeheuer Spaß. Ich gucke derzeit auch den, wie heißt er, den Hörnstotz. So heißt der YouTuber. Durch Zufall gefunden und es wird immer heftiger, je tiefer man kommt. Ja, ich glaube, ne? Also ich glaube, jetzt am, wo man sich jetzt noch rumtreibt, ist noch fällt ein bisschen harmlos. Ja, das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Es soll irgendwann sogar Drachen kommen. Also das soll ja eklig da werden, ne? Ja. Ich bin noch im Tutorial dran mit meinem Bombenbohr. Ich will mich mal auseinandersetzen mit ihm. Ja, muss das mal machen. Ja. Wir wollen doch mal gemeinsam spielen. Klar. Aber ich am Wochenende hätte ich da Zeit für. Also dieses Ja. Wochenende, weil nächstes Wochenende habe ich einen Samstag Ballettprobe. Ich nicht. Ich habe keine Ballettprobe. Egal. Mersch, ich tanze eine Hexe. Oh wei. Wie konnte das passieren? Ah, toll. Ja, ihr Und Fahrzeug. wie heißt das Stück? Die Schöne und das Biest. Ah ja. Ich bin im Hauptrollenpart wieder dabei. Ballett ist klasse. So. So, dann füttern wir mal die Fischfallen und werf. Und dann mache ich mal so ein paar. Ah, komm, Jesse J. Junior doch nicht. Hat ja auch erst Marc so früh am Tag. So, jetzt muss ich erstmal hier gucken. So, jetzt müssen wir mal Tränke brauen. Das war alles hier Brauchst du oben, eigentlich noch ne? diesen Kugelfisch oder? Diesen Puffi? Puffi Den brauchst du Puffi dafür. brauchen wir dafür, ja. Den Puffi brauchen wir. So, jetzt haben wir hier einen Angel. seltsamen. Oh, ich hab welche, danke. Wir haben einen Also. seltsamen Trank, der ist wirkungslos. Jetzt müssen wir den Puffi finden. Der ist da. Jetzt brauchen wir hier erstmal wieder. Schmeißen wir den Puff hier oben rein. Und dann brauche ich nochmal Redstone, damit er statt 2, sondern 8 Minuten hält.
Katze, dann haben wir so viele, alte. Alte Kanüle. So. Wunderbar. Gut, das hat er auch gemacht. Jetzt machen wir ein bisschen länger und dann kommen. Wo muss es dann hin eigentlich? Zur Mine irgendwo da hinten oder wo waren? Nee, wo. In der Wundermine und dann nordwärts, genau. Nehme ich halt hier die Tränke jetzt mit. Das mit dem Helm hat ja nicht ganz so gut geklappt. Komischerweise. Nee, das war so ein bisschen tückisch, ne? So. Ja, urplötzlich war es vorbei. Weg und dann, naja, das ist dann. So, der neue Server ist schon mal roh aufgesetzt. Jawohl. Ja, ich war auch schon mal kurz drauf. Ja, nicht auf dem Server, in deiner eigenen Welt. In der eigenen Welt war ich drauf, aber es sind kein Weihnachtsdeko drin. Nee. Ja, gibt's leider nicht. Und jetzt gibt's auch keine Änderungen, weil das System wird so laufen. Ich werde jetzt, habe die Welt generiert, das mal ohne Mods. Das heißt, ich muss noch eine neue nochmal machen mit den Mods. Ob das dann ordentlich funktioniert. Ja. Und dann schauen wir mal. Lass ich mir was anderes Gemütliches einfallen. Klar. Auf jeden Fall wird dann ab und zu der Server hier runtergefahren von Amitat, weil es kann nur einer angemeldet sein auf der IP-Adresse. Und ich will nicht keinen zweiten Rechner noch hinstellen dazu, einen zweiten Server, habe ich keine Lust zu. Ja, das, nö. So, zur Wundermine, ne? Wo ist der Schmerz? Ach, der ist hier. Dann gehen wir kurz mal nach Otto und gucken, was wir so kriegen. Aber ich krieg Knöpfe, toll. Na toll, kannst du wieder Müll mit nach Hause bringen. So, ich glaube, der Schmerz müsste an seiner Hütte mal ein bisschen mal die Spinnenweben wegmachen. Ja, deine auch. Spinnenweben hat auch was Gemütliches. So, Schmerz, das Lager wurde erweitert. Wollen Sie mal gucken? Oder haben Sie es im Stream gesehen? Eine Aufnahme. Lager erweitert. Unten? Ja. Ja, da passt doch wieder. Da ist doch Reserve hier. Jawohl. Ja, unten ist genug Reserve. Ja. Hat doch was, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Da kann man wieder ordentlich. Weil hier ist, war ja schon so gut wie vier alles voll hier, ne? Die Seite war ja schon komplett voll, bis auf wenige Ausnahmen. Und hier drüben, ne, ist auch schon fast alles voll. Wie sah es oben aus? Jetzt haben wir ein bisschen Reserve. Übrigens haben wir heute mit der ersten Folge von Staffel 10 begonnen. Jawohl, ja, das habe ich schon gelesen. Ach, das ist genau. Gut. Okay. Und das kocht. So, hier oben gibt es noch ein paar Truhen notfalls. Also, das ist kein Problem. Sieht doch gut aus, denke ich mal. Das sollte jetzt eigentlich reichen. Hier oben haben wir auch noch ein bisschen was. Also, das wäre mal bis zum Ende von Folge 20 von Staffel 10 nicht mehr vollkriegen, das. Außer wir packen alles absichtlich rein. So. Gut, das könnte auch passieren, aber glaube ich nicht. Okay, dann gehen wir mal zur Wundermine, oder? Jawohl. Ja, die Wundermine. Ah, Jesse J. schreibt gerade, er ist gleich da, keine Sorge, er ist noch, alles klar. Dann bis gleich. Ist gleich. So. Ah, ja, ah, ja. Wichtig. So, müssen wir auf der Karte wieder gucken, ne? Wo war denn das? Du musst dir da mal unbedingt meinen Bombo angucken, der ist genauso fett. Ich würde sagen, nach da, wo wir jetzt sind, schön nach Westen, dann ab ins Wasser und dann nach Norden. Genau, das sehe ich auf der Karte noch, diesen Bau, den du gemacht hast, wo ich drauf gewartet habe. Genau, wir müssen jetzt nach. Ja, stimmt, da war ja was. Ja, Blödsinn. Da war ja was. Jetzt habe ich den Wegpunkt gesetzt, wollte ich doch gar nicht. Weg damit, brauche ich nicht. Genau, wir müssen jetzt nach Westen. Wo sind wir denn überhaupt? Hallo, Wundermine? Mich ist doof. Wo sind wir denn? Jetzt finde ich uns nicht mehr. Tempel. Ach, da sind wir.
Genau, wir müssen nach Westen und dann mit dem Boot. Genau. Ein Bötchen. Nach Westen. Also Süden. Da ist Westen. So müssen wir hier lang. Ich laufe dem Schmerz mal hinterher. Heute ist ja zum Glück mal wieder nicht so windig draußen, wa? Oh, Gott sei Dank. Aber dafür hat es bei uns so geregnet heute Morgen. Das ging eigentlich. Das ging. Aber der Wind ist jetzt weg, das stimmt, ja. Ah, mit dem Wind, das geht, das ist ein bisschen, geht ein bisschen auch so aufs Gemüt. Ja. Nervt ein bisschen. Aber nur ein bisschen. So. Hier ist eine einsame Kuh. Und bevor die Kuh hier erfriert. Ich habe natürlich auch den Server neu gestartet, ne? Am Wochenende, wo ich neu aufgesetzt habe. Eigentlich wollte ich nicht aufsetzen, ein bisschen schlau gemacht. Probleme beim Starten gehabt. Weil der startet in dieser Version nicht mehr so wie üblich. So. Der startet anders. Muss ich anders starten. Aber gut, ich habe es hingekriegt. Er startet. Weil du brauchst auf jeden Fall Java 17. Das muss man sich installieren, weil Minecraft Version 18 funktioniert nur mit Java 17. Okay. So, dann fahren wir mal, ne? Was ist denn der Schmerz? Da hinten ist er. Ich muss hier erstmal hier rumdoktern hier. Ja, wir kommen ja vorbei. Und schauen nochmal nach. Ja, wenn er nicht wieder ins Gras beißt, könnte er das gerne machen. Jetzt habe ich Tränke dabei, sie sind besser als das komische andere Ding. Wieso, was hat er denn für komische andere Ding? Ich hatte mir so einen Helm gemacht mit Unterwasseratmung von Tinkers. Aber der gab voll keine Alarmzeit. Da war auf einmal alle, bevor ich die gesehen habe, wollte ich auftauchen und naja und ja. Auftauchen hat sich dann erledigt. Naja, die wissen kurz irgendeine Meldung geben können. Achtung, jetzt gleich genau. Hier Sauerstoff. Genau, und, richtig. Nee, war leider nicht. Aber trotzdem, ist ein schönes Gimmick. Wenn man jetzt nicht lange unter Wasser bleiben muss, kann das ganz vorteilhaft sein. Brauchst du keinen Trank. Für Unterwasserkämpfe oder sowas, dann ist auch so ein Trank besser, weil dann siehst du nämlich die Uhr ablaufen. Dann weißt du, wie lange noch drinnen bleiben kannst unter Wasser. Hat Vorteile. Smash, du willst es nicht glauben. Unsere Katze pennt auf dem Drucker und dann hat sie den Drucker gestern angestellt. Hat sich erschrocken, weil er von Standby ihm bereit ging. Das war so putzig. Bin so hochgeschreckt, total verschlafen, guckt so sein und so, was ist das denn an? Ist der neue Lieblingsplatz, ja, auf dem Drucker pennen. Schön auf dem Drucker pennen, ja, warum nicht? Wenn es gemütlich ist. Ich kenne gemütliche Orte. Ich auch. Ach ja, so. Ja, ich finde es immer schön, wenn man so diese Bilder sieht, dass dann Leute extra, was sie alles machen für Katzen und hier noch ein Kissen und dies, das und dann steht aber irgendwo wo ein Karton auch nur. Der Karton ist jetzt irgendwie schöner. Aber auf Instagram, genau. Aber auf Instagram erst letztens gesehen, hat einer was gekauft, will den Karton wegwerfen, nimmt mit, stellt ihn hin. Nur Katzenbesitzer wissen, was sie tun. Irgendwas in die Stand da drunter. Jetzt sind wir hier genau am Rande der unerforschten Welt hier. Ich baue jetzt gerade aus Lego ein ganz großes Minecraft-Diorama. Wenn ich das mal fertig habe, schicke ich dir mal ein Bild. Ja, mach mal gerne. Ja, für Gosebricks haben wir jetzt auch schon die Einladung bekommen. Das heißt, die letzten Anweisungen, wo wir parken können und all sowas, wann es losgeht, Aufbau, Abbau, Besuchszeiten und so weiter und so weiter. Der Server leckt. Der Schmerz rennt übers Wasser. Echt? Jetzt ist er weg. Das sieht noch hier nach dem Unterwassertempel hier aus, wa? Waren wir nicht hier drin? Genau. Ja, hier ist diese Plattform. Ja, hier ist auch noch ein Boot für alle Fälle. Ja. Ja, warten Sie mal, ich bin auch gleich da. Ich mach mal Nachtsicht an. Dann gehen wir in den Rucksack, holen uns den schönen Hammer. Weil es geht ja schnell abzubauen. Saufen jetzt hier so einen Trank. Unter Wasseratmung.
So. Und dann tauche ich mal hinab hier. Ich will noch ein paar Sachen hier noch holen. Dann kann den Schmerch wieder ein paar So. So, wie sieht's mit der Rüstung aus? Ja. Aua. Der Rüstung sieht ja ganz gut aus. Wie viel habe ich hier noch? Ich habe noch reichlich. Ach, stimmt ja, du hast ja deinen Helm, ja, stimmt ja. Ja. Ja, leider, man kann ja ganz gut mit Pfeil und Bogen hier erlegen, diese Viecher. Leider ist der Pfeiler unter Wasser nicht so, hat ja, nicht so eine das ist Reichweite. so gut, ne? Nee, nee. Aua. Aua, was machst du denn hier? Oh, ich sollte mal was essen, glaube ich, ne? Ja, solltest du mit dem Essen, hast du es ja immer, ne? Ja. Oh, fünf habe ich schon. Fünf Bäume. Was, fünf Bäume hast du? Ich habe schon fünf Setzlinge für meinen Ich Wald. habe noch 5 Minuten unter Wasseratmung, ich glaube, das reicht dann. Mehr Ja, brauche ich dann sieh gar mal nicht. zu, dass du mal Hackengas Ich gibst. will noch ein bisschen was abbauen hier. Was? Säcke hier. Wenn du die mit dem Hammer triffst, dann denkst du, du spielst so Tischtennis oder sowas. Aber nicht stoppt die Bratpfanne, ne? Die Bratpfanne ist gut. Puff, Pong. Kann ich gleich noch so ein paar Seelaternen bauen? Ist doch vorteilhaft, oder? Ich glaube, die werden langsam böse hier, wa? Weil ihren Tempel so gut total kaputt gemacht haben. Ja, die sind ziemlich aggro gerade. Ja. Soll ich mal kurz ins Boot gehen, umpacken. Prismenkristalle habe ich hier, okay. Fisch habe ich hier. Das ist der gelbe Rucksack. Warum habe ich einen gelben Rucksack genommen? Das passt im blauen. Genau, nee, das passt. Habe ich den gelben Rucksack letztens nicht leer gemacht? Ne, habe ich gar nicht. Okay, gut. Dann essen wir noch mal was. So, für was? Wie viel unter Wasser? Ich habe noch für 4 Minuten unter Wasseratmung. Dann gehe ich noch mal runter. Wie geht's dem Schmersch? Ja, die sind hier ziemlich aufgebracht gerade. Ja, wenn ihr da nur auch noch rumstinkert, kein Wunder. Ja, das sind ja alle ein bisschen. Wir machen doch gerade nur so ein bisschen hier Tempelreset und sowas hier. Ist doch gar nicht so wild. Wow. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. grüß dich. So, kriegst du ja nochmal Hi. eins auf die Schnute? Wir sind gerade ein bisschen unter Wasser hier. Ja, alles gut. Ein bisschen Prisma in hier abbauen. Bist du ein Schwimmer? Bong. Anders bauen, das ist blöde so. So, wie viel habe ich jetzt noch? Immer noch 3 Minuten. Können wir das umpacken? So. Au, wer denn?
Hier haut mich einer. Und ich sehe den nicht. Wo denn? Och, ist... Komm her, krieg die Hand auf. Ganz wichtig auf die Lebensenergie gucken. So. Ich denke mal, das reicht erstmal, Schmersch. Reicht das? Ja, ich hab reichlich. Dann, ja, mach doch mal. Der Rucksack ist so gut wie voll. Verdünnisieren hier. Mal kurz einen Stick Papaya hier reinpfeifen. Na. So, ziehen wir den hier rüber. So. Dann packen wir den schönen Hammer wieder zurück. Na, wissen wir nicht, welches Boot wir nehmen wollen? Ne, da war irgendwas in dem Boot drin, in einem anderen Boot ist irgendwas drin und was Grünes. Das gehört nicht mehr. Ja, also das gehört also nicht dir. Ne, irgendwas Grünes. War so ein Schleimi bei mir. Gut, dann gehen sie wieder Richtung Süden, würde ich sagen, ne? Oh ja. Wo ist denn Süden? Süden ist da. Ging jetzt von Norden. Okay, dann geht's mal zurück. So, Schoki, ich habe überlebt, ne? Nur mal so am Rande bemerkt. Ja, ne? Super. Bin mal nicht gekrepelt. Was macht der Jesse J? Ich logge mich ein. Okay. Dachte wir schon drauf. Ne? Nee, stimmt. Sagt, Server ist auch komplett neu gestartet. Sollte funktionieren. Da ich mal Teststart mit der neuen Welt gemacht habe. Ohne Mods. Mhm. Das funktioniert. Muss mir erstmal wieder reinfuchsen, weil über Linux-Server ist der ganze Start ganz, ganz anders wie bisher gewesen. Hast du natürlich auch gleich notiert, wie das geht beim nächsten Mal. Weil wir sind jetzt heute ja bei bei Staffel 10, Folge 1, das heißt noch 19 Wochen über den Daumen, dann haben wir die 1000 Folgen hier so voll. Weil seit Staffel 9 mache ich ja halt 2 bis 2,5 in den Dreh rum, mal mehr, mal weniger, sind die Folgen jetzt lang. Und dann kommen wir auch hin. So. Hast du noch Urlaub, Jesse J, oder bist du schon wieder los? Ich habe eigentlich jetzt erstmal Urlaub. Letzte Woche waren ja nur Überstunden frei und diese Woche ist normal Urlaub. Auch nicht verkehrt. Ja. Und was machst du Schönes in deinem Urlaub? Schlafen. Nein. auch. Deinem auch. Ja. Ja, ich mache von allem etwas, kann man sagen. Schlafen, das viel schlafen, wenig zusammen. Schlafen. Streamst du? Mhm. Nimmst du auf mit, oder? Yep, ich streame. Okay. Gerade eben. Okay, Freunde, Hallo, Cedric. Wenn ihr Jesse J. Juniors Optik haben wollen, wo er sich gerade rumtreibt, seine Sicht auf Deutsch gesagt, könnte auf seinem Kanal wandern. Könnt ihr mal vorbeischauen, der freut sich immer. Lasst ein Abo da, folgt ihm, tut ihm ganz gut. Genau wie meinem kleinen Kanal hier. Ich hatte dich auch verlinkt im Titel sogar. Ja, gut, ich sehe es jetzt machen. Nicht. Ja, kann man machen. Mit Ads. Ja, bei mir halt natürlich. Ich komme nicht zum Server rein. Benutzername konnte nicht überprüft werden. Jesse hat das Spiel betreten, steht ja drin. Ja, warte mal. Follow Age 2 Jahre, 5 Monate. Okay, ich bin da. Ich bin da. Ah, ja, Geduld. Ja, ich weiß nicht, warum er so lange schon. Cedric, heilig. 2 Jahre und 5 Monate. Boah. 18 Tage, 21 Stunden. Holy. Na ja, gut. Let's go. Genieß deinen Urlaub. Schön ausschlafen. Ja, aber ich muss sagen, ausschlafen tue ich trotzdem nicht. Das ist eher gerade wieder Rhythmus anpassen. Ich gehe mittlerweile so 7 Uhr ins Bett. Was war das denn gerade? Stand ein Fisch raus. Das ist laut. Bin gegen Fisch gefahren.
mir dann kurz was an. So. Aber die Freizeit erstmal nutzen, ne? Ja, das sowieso. Ich habe gehört, du warst mit Oma, Opa frühstücken. Ja, gestern. Auch nicht verkehrt. War schön. Das war echt schön. Jetzt habe ich meinen Schmerz verloren. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ich bin kurz vor dir. Ach, da ist er, genau. Ja. Ah, da ist er. Wir waren noch lange nicht in der Hütte. Wie sieht es hier aus? Aber auf alle Fälle, wenn Silvester ist, kommst du mal ein bisschen wieder mal zu uns, dann wieder Raclette. Es hat was gefehlt. Ja. Das ist so, wenn man es nicht mehr hat. Ja, Schlafzimmer gemacht, was. Genau. Hier ist als Schlafzimmer eingerichtet, genau. Diese Weghütte. Was meinst du? Eigentlich sogar Wegweiser, sogar hier drin. Praktisch. Ja, gut, dann ab nach Silberburg, oder? Ja. Können wir wieder mit dem Fännchen machen, ne? Genau, Fännchen erobern. War denn Jesse der Junior schon beim Schmersch? Und bei seinen unzähligen Außenstellen? Ich kenne seine schöne Festung, weil er nämlich auch, und das habe ich mir noch gemerkt von letztes Mal, wo ich einmal da war, er hat nämlich so schöne Pilzkühe. Und an die kann ich mich noch erinnern. Oh, ja, schön Pilzkühe. Ja, die habe ich. Ja. So, ich gehe jetzt aber kurz nach Hause. Werde ein bisschen Seelaternen herstellen. Hat jemand Bedarf dran? Ich habe übrigens auch ein paar sechs Prismarinziegel oder so. Kannst du alles gerne mitbringen. Ja, bring ich mit. Bring damit. So, machen wir mal hier kurz. Aus Prismarin. Dann müssen wir mal ins Rezeptbuch wieder gucken. Seelaterne. So. Eine Seelaterne. Seelaterne mache ich aus Prismarin-Scherben. Die mache ich aus Prismarin-Ziegel. Okay. Aus Prismarin-Ziegel mache ich die. Scherben, gut. Dann machen wir nochmal. Ein Ziegel mache ich jetzt die Scherben. Macht er nicht, warum nicht? Hä? Ist ja merkwürdig. Oh, ich habe ein Boot. Ist das dein Boot, Schmersch? Nö. Ich glaube, das ist das Boot, wo eben beim Unterwassertempel dieser Schleim. Ach so, gut. Dann habe ich das. Das wird das sein, ja. Prismarin Scherbe. Ach, muss ich im Factorizer machen. Im Factorizer kriege ich das raus. Im Factorizer. Muss man ein Jahr sagen. Prismarin Ziegel ins Factorizer. Da muss er rein. Wo ist der Factorizer? Pulsierer, Kompaktor, Fluidtransposer, Factorizer. Hallo, Factorizer. Hallo, wo ist der Factorizer? Da ist er. Gott, ich stehe davor und sehe ihn nicht. Ich habe ja kaum Materialien. Hilfe. Ja. Was brauchst du denn an Materialien? Nee, an sich Erze. Weil ich will ja jetzt mein Beacon aufstellen. Deswegen. Achso. Was ist ja aufstellen? Mein Beacon. Da gibt es so schöne Effekte. Genau. Ich habe einen letztens von dieser Quest da bekommen. Dieser Pyramiden-Quest da. Die war doch lustig, die Quest. Die würde ich gerne. Die war wirklich witzig. Da hat es Plutsch gemacht und unten war er. Ja, ich habe mich aber aufgefangen. Ich habe so viel Prismenziegel. Also während das jetzt da arbeitet, bringe ich jetzt erstmal die Tränke nach hier oben hoch. Wo ist unser Trankregal? Oh Gott. Der Sir. Unsere ganzen Tränke sind weg. Der Server hat ja so. Da ist es welche drin. Da auch. Aber er hat das total verkehrt hingestellt. Aber gut, ist jetzt egal. Die stehen jetzt ein bisschen verkehrt, das Trankregal. Da steht es wieder richtig. Vielleicht muss man da eins rausnehmen. Genau. Gut, dann machen wir nämlich hier kurz ein. Das ist ja ein Serverleck hier gerade. Genau.
Das ist ja witzig. Ich muss ja einen Trank rausnehmen, damit das Ganze dann umzwitscht, damit das wieder richtig ist, ey. Schon Schreck, ich krieg keine Tränke mehr. Wollt ihr mich verarschen? Wirkungsloser Trank. Okay, da haben wir genug mit. So, das läuft. Vier Haufen an Erde. So ein paar Sachen hier mal reinschmeißen. Das kommt so nicht mehr so braucht hier erstmal. Bernstein. So. Wie gesagt, Schmerz, dieses Return to Moria, das gefällt mir richtig gut. Das hat was. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch sehr von Anfang an sehr angetan. Also ist einfach sehr, weiß nicht, also ich habe auch das Gefühl, dass die Entwickler sich da auch echt da was dabei gedacht haben. So. Hm. So, dass es nicht irgendwie so schnell so dahin programmiert, sondern es ist schon. Hat schon was. Ja. Ja, es ist immer heftiger weiter unten. Fliege. Ja, dann fliegt man nicht wieder irgendwo wieder gegen, ne? Nein, nein. Das hatten wir auch schon gehabt. Nur so am Rande. Ja, ich weiß. Aber du bist doch schon am meisten gekrepelt, ne? Und stehe ich auch zu. Man kann nicht alles machen, ne? Man kann nicht nur überleben. Man muss ich hab hier Bienenkopf. Pfui, willst du mal draufhauen? Ja, hau doch drauf. Mach doch mal. Ich nicht. Ich bin allergisch auf die Mistviecher. Könnte aber lustig werden. Ja, für mich im echten Leben schon. Ich glaube, ich muss gleich nochmal eine Erweiterung bauen, weil das Ding hier gleich voll ist hier. Sagt der Smash, wir hatten früher Bienen zu Hause gehabt, mit meinem Onkel zusammen. Oh ja. Machen eine Menge Arbeit, diese Viecher. Ja, bestimmt, ja. Honigschleudern. Aber als sie das als Kinder gemocht haben, war, wenn wir Bienenwachskerzen gedreht haben. Die haben ja so schön gerochen. Ja, das stimmt. Das ist wirklich gut. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war klasse. So, den letzten Rest hier mal raussuchen und dann kommen die Sachen hier mal rein. Dann kommen hier mal die kleinen Sachen hier erstmal, dass es hier schneller geht. So. Ein bisschen Erde. Also einen Ziegelstein hier rein. Seelaterne, drei Stück. Sind die voll, die Seelaternen? Die gehen, glaube ich, nach unten runter, diese Laterne. Sortier dir doch bitte mal ein. Mach deine Seelaternen. Mach deine nicht. Dann sortiere ich die doch mal woanders an, die Seelaternen. Kommen die ganz einfach mal. Jo. Da hat er gesagt, mach da mal ganz einfach mal. Wo packen wir die jetzt mal hin? Die Seelaternen. Wo macht es denn Sinn? Da. Da kommen die Seelaternen hin. So. Wie dieser Infinity Hammer, der ist wirklich böse. Der geht richtig gut. So. Machen wir hier gleich wieder zu. Zack, schießen wir ab. Dann gehen wir dann nach oben hoch. Was gibt's bei dir, Jesse J? Inwiefern? Was es Neues gibt? Nein, nicht nichts. Ich habe eigentlich die letzten Tage nur mein Video geschnitten. Hauptsächlich. Und bin mit dem ersten Feinschnitt fertig. Aber es kommt noch einer. Das ist doch schön.
Sebastian Vettel irgendwo ja was gehört? Na, no, der ist immer noch weiterhin ein ordentliches Thema im Moment in der Formel 1. Als möglicher Comeback-Kandidat. Aha. Echt interessant, Und meine Busenfreundin und ich aus dem Ballett, wir suchten momentan Jana Salenko. Ich kenne Suljenka. Okay. Kann ich auch mal machen, Suljenka. Dann wird's so dran gehen, das ist so lecker. Hauptsache sind Zwiebeln und Knoblauch drin, dann schmeckt eh alles. Und wenn sie schmeckt, Käse drauf, hier überbacken. Hier sind auf alle Fälle drin. Käse, Gewürz, genau. Gewürzgurke, Fleischwurst. Ne? Wo sind die Prismarinscherben? Verdammte Axt, wo habe ich die denn reingepackt? Die sind da oben. Die sind da. Okay, aber wo ist der Rest hingekommen? Wo habe ich die denn einsortiert? Oh Mann, ey. Ich werde mein neues Lagersystem lieben in der neuen Welt. Das weiß ich jetzt schon. Wird deutlich besser sein. Jetzt muss ich die scheiß Scherben schon wieder suchen. Die Scherben habe ich da, gut. Und die anderen Sachen? Die habe ich da, aber da fehlt doch noch die sind Kristalle. Was brauche ich noch dafür? Was war das, die Laterne? Die Kristalle und die Prismarinscherbe. Wo sind die Prismarinscherben hingekommen? Wenn ich das mal wüsste, wo die hingekommen sind. Ich finde sie nicht. Weißt du immer noch, wo ich die einsortiert habe? Nee. Warum nicht? Ich nicht. Das ist jetzt aber ein bisschen dumm. Ich suche die gerade. Ach und Smash, und ich habe jetzt ein Spitzenschuhproblem. Meine Spitzenschuhe werden jetzt richtig, die habe ich schon bald durchgenudelt wieder. Die sind ein bisschen betagt. Ja. Und wahrscheinlich muss ich jetzt bald wieder neue haben. Oder meine alten Gurken aus der Ex-Ballettschule anziehen. Ja, wenn du so beansprucht werden. Ich habe ja noch die mittleren, die schon durch sind, bald durch sind. Und dann habe ich noch die ganz starken. Und ich muss erstmal die ganz starken anziehen. Die ich eigentlich morgen mal machen. Ich habe ja zwei Paar. Die Prismarinziegel. Okay, die stelle ich ja gerade her, die Prismarinziegel. Wo zum Teufel sind diese blöden Schweine? Prismarinkristalle? Die Schweine nicht. Wie kriege ich das ab? Kriege ich die Kristalle aus der Scherbe? Kriege ich dann die Kristalle im Pulverisierer? Toll, super, okay. Jetzt muss ich nur finden, wo ich die einsortiert habe. Oh Mann. Wo sind die Scherben? Wo habe ich die Scherben einsortiert? Warum sind die nicht hier mit drin? Verdammte Axt. Wo sind sie? Ich finde sie nicht. Warum finde ich die nicht? Die werden einsortiert und ich finde die nicht. Dann sind die doch unten, ne? Gott, ich irre hier umher wieder wie ein... Da unten sind sie, sag ich doch. So, dann hau ich mal rein hier. Diese automatischen Werkbänke finde ich genial. Kannst du dann arbeiten lassen, dann kommt da was zusammen bei raus. So, wie viel haben wir jetzt hier schon drin? Muss ich eine Erweiterung bauen? Seelaternen. Gerade ein Stack drin, naja. Warum kam gerade bei mir eine Nachricht mit, also im Chat, die blau ist, mit You begin to feel comfortable handling the zombie killer? Also klar, das ist mein Schwert. Aber warum kriegt man da eine Nachricht von dem Chat? Sehr komisch. Was war das für eine Nachricht? Ja, you begin to feel comfortable handling the zombie killer. Also, ich weiß nicht, warum mein Schwert so heiß. Ich glaube, das hast du gemacht. Aber dass ich eine Nachricht kriege, dass mein Schwert langsam... Stehst du vielleicht bald vorm Upgrade fürs... Kriegst Modifier frei.
Ich bin richtig gewundert, so, hä? Ja, die gehen manchmal. Und wenn du irgendwas ist, dann kriegst du mit Pling und so einer türkisfarbenen Schrift, dann weißt du, du hast nächsten Upgrade freigeschaltet. Kannst Modifier draufpacken oder sowas, ne? Jetzt brauche ich eine Okay. Upgrade-Schablone, ein bisschen Eisen und Stöcker. Brauche ich eine Upgrade-Schablone? Haben wir die noch? Upgrade-Schablone, gut, haben wir. 2, 3, 4, 5, 6. Und ein bisschen Eisen. Haben wir die vierfache Menge. Eisenbarren. 4. Dann sollte das auch funktionieren. Was machen wir denn heute noch in der Welt, Freunde? Gute Frage. Das wollte ich auch fragen. Also ich bin dafür alles offen. So, Seelaterne. Jetzt haben wir hier 32 Stacks, das wird wohl reichen. 32 mal 64 Seelaternen, das sollte eigentlich reichen, denke ich, oder? Ja, der erste. Okay, Prismarin kriegen wir da nicht rein. Können wir auch Prismarin ein Ziegel Ist machen? leider noch Nacht. Geht auch nicht. Wie leider noch Nacht, warum das denn? Ja, dass ich den Tieren was zu essen Ach geben so, kann. ja. Seelaterne. War denn einer schon mal im Ende, den Endgegner mal besiegt? Ja, zwar nicht in dieser Welt und Version, aber ja. Ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Ist nicht schwer. Kap. Man muss nur treffen Echt können. nicht? Das ist das Einzige. Was nimmt man da am besten? Schwert oder? Pfeil und Bogen. Ja, du brauchst einen Bogen, um diese Türme kaputt zu schießen. Was auf den Turm. Da ist so ein kleines, viereckiges So ein Teil. kleiner Pinöpel, ne? Den musst du mit dem Bogen treffen. Und erst dann kannst du den Enderdrachen bekämpfen. Ja, aber der ist ja richtig aggro, ne? Naja, darf ich halt nur nicht wegschubsen, das ist das Einzige. Sonst kriegt das. Oh, der Server will wieder nicht, dann kommen wir Eisenbahn nicht zurück. Okay. Das läuft. Das sieht so witzig aus, wenn die ganzen Items durch diese Röhren wandern. Das ist herrlich. So, das haben wir auch erledigt. Jetzt wollen wir ein paar Prismarinen. Kristalle, damit ich noch mal gucken. Die bauen wir ja gerade. Oder aus denen machen wir ja. Oh, Pulverisierer, Kompaktor, da Pulverisierer los, rein da. Aber da werden wir jetzt erstmal die Kristalle herstellen. Genau, wunderbar. Funktioniert. Sehr gut. So. Braucht jemand Seelaterne? Ich bin gerade in der Produktion hier. Ich nehme noch Bestellungen an. Ja, so zwei, drei, so zum Ausprobieren. Warum nicht? Würde ich machen. Wir haben hier gerade, wie viel haben wir denn hier gerade? Ich hole mir erstmal eine Schokolade. Soll ich die bei dir vorbeibringen? 10 Stück erstmal, oder? Ja, das wäre super nett. Braucht der Schmersch auch welche? Hier ist unsere Motte wieder. Ich hab noch welche. Okay, du hast noch welche, gut, alles klar. Ich hab noch welche. Dann porte ich mich mal zum alten Zuhause nach den Highlands. Denn von da war es ja, glaube ich, nicht weit. Aua! Bin ich hier runtergeplumpst. Ach, das alte Zuhause, wie wir damals angefangen haben, hier zu bauen. Viel zu klein gebaut. Viel zu klein gebaut. So, mal gucken, jetzt sind wir hier unten irgendwo. Zack. Genau, jetzt muss ich nur einmal. Ja. Jesse J. Junior wandert gerade durch den Wald, durch die Gegend. Nee, ich bin im Dungeon unten. Und dann, und der Schmersch ist gerade bei seinen Der ganzen ist turnt auf den Bergen zu rum. Hause.
auf den Bergen. So, dann gehen wir jetzt mal kurz zum Jesse J. Jr. Bringen wir ihm die Sachen mal vorbei. Vielleicht treffe ich ihn unterwegs auch. Mal ein Bild vom alten Zuhause machen. Wozu ich den Turm damals gebaut habe, weiß ich auch nicht. Aber er sieht gut aus. So. Kommen wir hier runter. Aua. Also was ich jedenfalls bei Return to Moria gelernt habe, wenn der Zwerg singt, lass ihn aussingen. Singen? Ja. Das ist ganz wichtig, dann kriegt er Inspiration nämlich. Oder irgendein Boost. Das ist ganz wichtig. So. Soll ich sie in seine Musikalität freilaufen lassen? Ja. Ja, besser. Ich laufe ja nicht gerade lang. Wo bin ich denn überhaupt hier? Bin ich denn? Ich laufe auf dem Weg lang. Wo bin ich denn? Ich sehe mich gerade gar nicht. Hä? Irgendwie hinterm Haus da runter, wie viel irgendwie auf dem Weg. Wo bin ich denn bitte schön? Hallo? Folgen? Da bin ich. Okay, ich muss also Richtung Westen. Ich muss Richtung Westen. Ich muss da lang. Wie war das? Nach Süden gehe ich immer gerne. Genau. Das Gefühl, man geht bergab. So. Bald Karneval, ne? Ja, dieses Wochenende ja. Ist in Braunschweig. Ja. Geht's wieder los. Ich hab jeden Tag Karneval auf der Arbeit, jeden Tag von 8 bis 9. Will genug packen. So. Haben mich auf der Arbeit auch schon gefragt, und? Herr, hast du auch Karneval? So, ja, jeden Tag. 8 bis 9. So. Müsste doch bald beim Jesse J. Jr. sein. Hat mir doch allen Ernstes eine Kollegin gefragt, ob ich auch ein Dschungelcamp gucken könnte. Och nee, danke, nee. Oder ob ich hier jeden Tag Dschungelcamp. So weit haben wir es noch nicht. Das ist auch ein Mist, Dschungelcamp. So. Wollen wir gucken. Ich will mal den Jesse J. Jr. sehe ich schon mal auf der Karte. Weil der hat gesagt, der ist unter Tage irgendwo im Dungeon, ja? Genau. Das Einzige, was vielleicht mich reizen würde, ist einen Karnevalsumzug zu sehen, nur um Süßigkeiten abzufangen, weil ich dann ordentlich Beute gemacht habe, mich dann so irgendwie verdrücken. Ja. Regenschirm verkehrt rum aufspannen, dann geht das. Ja, natürlich, aber bitte großen. Nicht so klein Knirps. Doch nichts. Großen umdrehen. Dann so, wo bin ich denn jetzt da? Machst du richtig Beute? Ob du da einen Parkplatz irgendwo findest? Nee. Das ist ja irre. Ich sehe mich noch gar nicht auf der Karte. Wo bin ich denn? Verdammte Axt. Ich bin da. Ja, es hat früher noch in der Innenstadt gearbeitet, haben bei der Fallersleber Straße. Da konnte man da, wenn man wollte, da parken. Muss uns natürlich trotzdem alles großräumig umfahren, aber es ging. Genau. Da hat sie dann schön Parkplatz, wenn man denn da hin wollte. Genau. Das ging ja. Ja, da erkennst du auch nichts mehr dran, dass da irgendwas Telekom-mäßiges war in dem Gebäude. Nee, ne? Nee. Weg. Ah. So. War ich im Süden? Ich hätte an der Küste lang fahren sollen. Mit dem Boot. War einfacher gewesen. So. Mal ganz schnell hier durch. So, da kommt sein schimmerndes Biom, sehe ich schon von Minikarte, das ist ganz gut. Bin ich gleich da. Genau, da ist sein Biom. Komme ich hier irgendwie rüber? Gibt es eine Brücke? Nein, natürlich nicht. Ach ja, komm. Gehen wir jetzt ins Wasser. Wir können es ja. Wir können es und kommen nicht mehr an Land. Viel schlimmer. So.
sagt Schmersch und Jesse J, ihr habt doch schon einen kleinen Einblick gesehen, wie die neue Welt aussehen könnte. Ja. Ah, hier baut auch einer Kartoffeln an, interessant. Sollen wir mal gucken, wo sein Eingang ist. Der Dungeon-Eingang ist im anderen Biom. Das ist in diesem Zauberbiom. Ich will ja irgendwo bei dir reinkommen, um halt die Sachen abzuliefern. Hast du nicht hier irgendwo einen Eingang? Achso, ja. Eingang gehabt hier irgendwo? Ich war so lange nicht mehr bei dir. Ich habe den Eingang selber nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Also mein Geheimeingang. Ja, so geheim weißt du selber nicht. Das ist so ähnlich wie die PIN von der Checkkarte. Weiß ich auch immer nicht. Ist ja geheim an der Kasse. Ja, genau. Kann ja mal nach oben kommen. Bin ich hier oben. Mal. Ah, da bist du ja. Hey. Ich werd beschossen. Ich weiß nicht, irgendwo ist der hier, aber. Irgendwo ist er hier, genau. Irgendwo. Ihr habt ein paar Schweinchen? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Bin gerade beim Jesse J. Also kommt mal her, junger Mann. Ja, ich weiß echt nicht mehr, wo der ist. Ist er hier, in dieser Höhle? Na gut, nee. Oh gut, Lava. Ich habe ja Lava gebaut. Hier unten ist eine Höhle. Gut, hier rein? Nee. Nee. Irgendwo ist er. Mein altes Ich wüsste es jetzt. Der Vergangenheit, Jesse, wüsste das, ja? Mhm. Na gut, dann kommen Sie mal her. Ich habe ja was mitgenommen. Für Sie. Mhm. Ist er schon wieder weg? Da ist er. Was ist hier denn so? Hier, ja, bitteschön. Zehnmal Seelaterne. Diese Laternen, genau. Die kann man schön zum Benutzen. Ja, danke. Ja, ich werde gleich wieder zurückgehen und die Produktion wieder starten. Dann können wir überlegen, was wir machen wollen. Aber ich denke, seitdem ihr so ein bisschen Einblick in die neue Welt hattet, ist die Luft raus, oder? Man macht noch so ein paar Sachen, die man so vor sich hergeschoben hat. Mhm. Die ganz großen Bauprojekte würde ich jetzt nicht mehr so anfangen, weil ich an sich so auch relativ zufrieden bin. Ich auch nicht. Mit meiner Hütte. Ja. Aber ja, so ein bisschen ist auch die Luft raus. Ist trotzdem eine schöne Welt noch. Ja, wenn man die neue Welt einmal gesehen hat, klar, da denkst du ja, könnte ja. Ja, das aber ist, das wir ist klar. Ja, ja, wir wollen ja. Wir das bringen das hier mit Stil zu Ende. Genau. Genau, wir wollen ja mal ein bisschen. Okay, so, dann gehe ich mal wieder zurück. Ich weiß, irgendwo hat Jesse J. Jr. hier seinen Eingang, aber ich weiß nicht wo. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich bin einmal mal in irgendeiner Staffel hier vorbeigetigert. Ach, hier wohnt er, ja, bin lang getigert und dann zack, gefunden, da geht's rein. Oh, sieht ja auch nichts von der Eingang. Das Im Grunde kann er doch nur hier irgendwo sein, wo dein Getreide ist und sowas. Dann kann das doch nur sein. Ich bin der Meinung, ich habe bei diesem Lavasee, da habe ich irgendwas reingebaut. Bin ich der Meinung. Und jetzt hier rüber. Okay, hier ist Jesse Lager, Ender Farm, Silberburg, Jesse J Basis. Hier gibt es 4 Wegweiser. Hier stehen noch ein paar Truhen rum. Wo ein Blumenkohl drin ist. Hier ist ein Wegpunkt. Habe ich schon entdeckt. Okay. Bogen. So, hier gibt es noch eine Holztreppe. Aber man sieht nichts, was hier lang geht. Aber wenn Jesse Junior den Eingang auch so gut getarnt hat, dass er ihn selber nicht mehr findet, dann ist das schon mal eine super geile Tarnung. Also wirklich. Also kommt so, erinnert mich ein bisschen an der Hobbit. Da muss man auch eine Weile erstmal sitzen und gucken, wo könnte jetzt die Tür sein.
Hier geht's rüber zum Getreidefeld. Den Kartoffeln. Da war ich gar nicht. Ich war gar nicht unten bei dir. Ich habe nur die ganzen hier gefunden hier. Ich gehe aber durch den Dungeon. Also abgesehen von den Schildern. Gehe ich sonst durch den Dungeon. Weil da habe ich sogar markiert, wo man hin muss. Von einem Außenlager hast du wahrscheinlich irgendwo hingebaut. Na gut, okay. Dann gehe ich mal über Silberbock zurück. Ist ja gerade totale Scheißwetter. Pfeifen wir mal ein Steak Fafita rein. Guck mal so, was hier so los ist auf dem Marktplatz. Ja, meine Süße. Ist das im grünen Bikini ein bisschen kalt? Das hat ein Bifur im Angebot. Ah, den wollte ich doch ändern. Siehst du, habe ich immer noch nicht gemacht. Au Backe. Habe ich immer noch nicht gemacht. Oh, bei ihm kann man Schokoriegel kaufen. Ach, das nehmen wir gleich mal raus, die Schokoriegel. Ach nee. Schokoriegel. Also ich finde diesen Spornpunkt da richtig schön gebaut von Schoki und mir, was wir hier hingebaut haben. Aber wenn ich überlege, was ich für Ideen habe für die neue Welt an Spornpunkt. Aber okay. Weil wir mal Spawnpunkt fertig gebaut haben, das ist das Schlimmste gemacht, dann halt wieder 2000 Blöcke, die vier Grundstraßen, Nord, Süd, Ost und West, sind dann vier Blöcke breit. Weil wir auch vier Blöcke breite Türen haben, Doppeltüren, mit Zwergenrunen. Das ist sehr wichtig, das finde ich gut. Genau, und die sind, wir haben darauf gewartet. Ja. Kann man irgendwo Pilzkühe kaufen oder irgendwie haben? Nee, Pilzkühe kann man nicht kaufen. Kann man nicht diese Eier irgendwo kaufen? Das meine ich ja damit. Weiß ich nicht. Ich gehe mal, also, ob man da was kaufen kann. Ich weiß es jetzt nicht, ob man die Pilzkühe so kaufen kann. Kann ich dir nicht sagen. Gibt hier vieles zu kaufen. Ob es sowas zu kaufen gibt, weiß ich nicht. Ich schreibe jetzt mal auf für die nächste Woche. Pilzkuhverkäufer oder sowas in der Art. Dann mache ich heute, wenn ich nicht wieder vergesse, mich. Vielleicht bietet das ja mal Linkpunkt an. Pilzkuh-Ei schreibe ich mal auf. Vielleicht bietet das ja unser kleiner Zwergenhändler hier so an. Der Bifur. Ich möchte ihn nicht jetzt ändern, weil das dauert immer so eine gewisse Zeit. Hier regnet es. Gut, dann gehe ich mal kurz wieder zu Hause. Baue noch ein paar Seelaternen. Da müsste ich heute auf jeden Fall noch mal ein paar Spinnenleben noch mal holen. Ich brauche ein paar Skelette vielleicht noch. Ab in Dungeon. Ja, genau, mach ich jetzt auch ab in Dungeon. Du musst nur einen finden. Würde Sinn. Ja, ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen mich entleeren. War bitte auf der Toilette, ja. Ja. Jetzt haben wir auch hier einen Pulverisierer, Kompaktor. Ich hab ihn gefunden, mein Geheimeingang. Ich hab ihn. Echt? Und wo ist er? Beim Lavasee, wie ich es noch in Erinnerung hatte. Okay. Aber gut. Ein anderer Lavasee, der direkt bei mir ist. Genau, hier guckt man hin. Okay, ich hab ihn. Geht doch. Will den Luca später auch mit Minecraft machen? Ja, ganz viele. Ich habe so 6-7 Leute, die mit wollen auf dem neuen Server. Ja, würde ich nicht voll werden. Das wird ja dann schön voll. Ist doch super. Ich glaube, die alte Garde von uns wird auch wieder kommen. Ich werde den ganzen erstmal auf 20 Slots machen. Wir werden 30 Häuser bauen. Werden ja nie alle gleichzeitig da sein, sage ich mal. Nee. Die kann ich dann sehr schön einrichten. Ja, das machen wir ja. Ach, der ist alles schon wieder fertig gebaut? Alte Bambule, ey. Was denn? Diese automatischen Maschinen, die arbeiten auch rasant schnell. Die gibt es übrigens auch bei der Mechanics, auch diese automatischen Maschinen. Bloß die sind da nicht ganz so schnell wie hier. Die finde ich ja schöner von Thermal Foundation.
Oder gibt es da ein Problem irgendwie? Wie sieht die denn weg, ey? Was soll denn das? Weil da keine Pipe so richtig dran funktionieren. Der Programmierer sich damit noch nicht groß beschäftigt hat. So, was haben wir hier noch? Ach, der macht hier noch, okay. So, genug Licht habe ich hier. Okay, der Schmerz hat also noch Seelaternen, sagt er. Ich habe auch zwei Seelaternen. Selbst eine Piepsi-Tränke habe ich. Was ich immer noch nicht gebaut habe und eine Grubenbahn, dass sie automatisch entladen wird und dann habe ich immer noch nicht gemacht. Wollte ich auch mal machen. Das fand ich in der Welt davor so klasse. Oder war das sogar in der Welt 1.10 eine Grubenbahn? Na, 1.7 hatten wir die nicht, ne? Oder? Schuki? Oh, das weiß ich nicht. Schmirsch, kannst du mich nicht sehen? 1.7 hatten wir da die Grubenbahn? Ne, 1.10er war das, glaube ich, ne? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. So, wir haben fast anderthalb Stacks Seelaternen, das ist doch klasse. Oh, da reicht es aber mit der Seelaternen, ne? Ja, ja. So, hier muss ich den Zaun, bevor man hier runterdröselt hier. Was hast du vor? Ich bin hier gerade am Aufpimpen. Mhm. Und Jesse J, mit deiner Rüstung noch zufrieden? Mhm, ja, du passt, ist gut. So, rein hier. Ja, das geht ja ratzi-fatzi hier. Also diese automatische Maschine, ich finde sie genial. Und bei Mechanics, da kriegst du sogar noch mehr raus teilweise. Das Schöne ist ja da hier kannst du ja bei Thermal Foundation ein Sägewerk machen. Das liegt ja halt ein Slot. Weiß ich, Birkenstamm in drei Bretter oder sowas. Ne? Und bei Mechanics nachher, in der neuen Welt, da kannst du verschiedene Stufen von dem Sägewerk machen. Kannst entweder hast du drei Slots frei, kannst du drei verschiedene Hölzer gleichzeitig in Bretter sägen. Du kriegst auch drei Bretter raus. Und wenn du den großen hast, diesen ganz besonderen, kannst du 9 Slots machen. Das ist natürlich dann eine enorme Erleichterung. Kannst das die ganzen Maschinen, dann kannst du dann auch damit Wasserkraft betreiben, wenn du das gerne möchtest, also CO2-neutral, ne? Auch gut. Das geht, oder du machst es halt mit Kohle, das geht auch. Oder machst du mit Solar, auch CO2-frei, ne? Kann man auch machen. Mit Windkraft geht genauso gut. Es weht ja immer Minecraft so ein stetiger Wind, das kennen wir ja. Ah, schon toll. So, wollen wir kurz mal gucken. Arbeiten die ganzen Maschinen noch? Wir erzeugen ja so viel Dampf hier, das ist genial. Supi. Ja, wie schon gesagt, unser neues Zuhause plane ich ja mit Schoki zusammen. Wie das letzte heimelige Haus, ne? Da bin ich sehr gespannt. So schön mit Wasserfall und sowas, muss ich einen guten Berg suchen. Ich hoffe, dass man nicht allzu viel Terraforming dann machen muss und dann legt man los. Darauf freue ich mich. Könnte richtig schön, weil du hast ja mehrere größere Höhen und Tiefen dann in der neuen Welt. Das könnte richtig klasse werden. Mhm, die Höhlen werden richtig schön. Und die Biome. Ja, es gibt sogar ein Lava-Biom. Was? Das ist ja... Das finde ich gut. Das ist schön warm, ne? Ja. Ja. Eine gesunde Heilquelle, auch immer gut. Weil wir kennen ja jemanden hier, ne, der gerne im Lava schwimmt. Ja. Richtig. Ja, also ich nicht. Ich bin's nicht. Was? Ich bin's nicht. Jetzt will ich die Katze auf den Drucker kugeln. Ich fasse es ja nicht. Ah. Ich glaube, ich muss da bald meine Decke drauflegen. Ich hole dann bald meine Babydecke. Ich muss doch mal auf meinen so Babyfachladen. Oh, ist das süß. Da muss ich mal kurz hin. Das ist süß. So. Ich habe ein Hexenhaus gefunden. Oh, da gibt's reichlich hier in dieser Welt. Und hier ist die Hexe. Welche Orte hat denn der Justin Jay noch nicht besucht? Questmäßig. Ich glaube, so gut wie alle. Okay. Wollen wir so ein paar Quests nochmal abgehen? Habt ihr da Lust zu? Für den Jesse Jam, wenn er mal ein bisschen rumkommt in dieser Welt? Der war ja so lange hier abstinent.
Wie war's mit einer Quest? Wird da ganz schön laufen müssen. Soll gut zu Fuß sein. Den Weg. Weißt du noch, wie ich mich geärgert habe? Welcher Vollidiot hat diese Truhe aufgemacht? Das war der Schmersch. Das war mir in dem Moment sowas von egal, wer das war. Ich habe mich nur geärgert. Oh, guck mal, Retro-Truhe, mach ich nicht auf, wieso kannst du aufmachen? Bup, okay, bup, bup, weg war er. Aber tröstet euch, Jesse J hat's auch gemacht letzte Woche. Er ist rein. Aber ich habe mich mit Wasser gesaved. Ich habe nicht einen Schaden genommen. Ja, unten war ja eh Wasser drin. Nee, da unten ist kein Wasser. Doch, da unten ist Wasser drin. Oder fällt es immer Wasser drin? Nein, da unten ist kein Wasser. Hä? Dann bist du aber auch schön. Nee. Dann bist du aber ein bisschen blöd gefallen. Normalerweise unten Wasser. Ich hatte jeweils kein Wasser gehabt. Okay. Nee, deswegen ja. Ich hatte kein Wasser. So. Dann wollen wir uns den Silberbock dann treffen? Und dann mal fragen, wo er hingehen möchte, welche Quest er machen möchte. Ja, dann komme ich jetzt auch. Ich weiß ja eh nicht, welche Quests es überhaupt gibt, deswegen habt ihr, glaube ich, sowieso mehr Ahnung davon. Also gehen wir zum Questhaus, so einfach ist das. Machen wir erstmal die Tür hier zu. So. So, ich komme jetzt auch. Zack. Treffen wir uns am Questhaus. Ja. Ich finde es richtig schön gelungen hier. Wenn ich so gucke hier, die ganzen Häuser so, ich finde das total klasse. Das ist also wirklich schön gebaut. So einen ähnlichen Baustil werden wir auch wieder haben, übernehmen, denke ich mal, oder Schoki? Ja, klar. Vielleicht noch ein bisschen größer machen die Häuser, ein bisschen größer aussehen, wuchtiger. Das Spawnpunkt muss immer richtig so gewaltig werden. So richtig. Oh, der ist ein Löwe. Oh, der ist ja süß. Hallöchen. Da gibt doch Tiger. Ein Sternzeichen. Ja, süß. Was ich ja süß finde, ist im echten Leben ja ein Tigerbaby. Das würde ich ja mal gerne dauern. Das ist bestimmt knuffig. Ein Tigerbaby. Ja, wenn man so sieht, so einige Häuser sind ja doch bewohnt, ne? Ja. Aber man hat nur einmal was von den Leuten gehört, dann waren ja, sie manche auch wieder waren zwei, dreimal da und dann waren sie wieder weg, genau. Ja. Von Schmerstein, Cousin oder Neffe, was es war, ne? Ja, der war, glaube ich, auch mal einmal da. War das diese Welt oder letzte Welt? Nee, das war in dieser Welt. Ah, okay. Können wir mal rumgucken. Also hier im Grünhaus wohnt Mr. Happy. Hier haben wir so ein weißes, daneben wohnt Parmi. Keine Ahnung, welches Parmi wieder ist. Weiß ich jetzt nicht. Und gucken wir hier mal rum um die Ecke. Da ist ja gar nichts drin. Da wohnt der Coolman. Ist hier noch was? Hier wohnt der Jesse J. Jr. So, dann gehen wir mal hier um die Ecke rum. Ach, hier ist ja noch die Bäckerei, da war ich Ewigkeit nicht mehr drin. Genau, hier ist die Ramona. Ramona verkauft. Oh, ich habe Dungeon gefunden. Hey. Ingwerbrot, Schokodonut gibt's hier. Pilzburger mit Speck. Brot, genau, hier gab's Brot. Für vier geteilt, drei Brot. Okay, gut. Oh, auch Ewigkeit nicht mehr drin. Schönes Café, kann man sich hinsetzen. Hier war die Schmiede, da hat alles mal begonnen. Ja, hier in diesem kleinen Haus neben der Schmiede wohnt natürlich der Schmersch. Okay. Kurze Wege, da ist er wieder. Kurze Wege. Zack, ein paar Bilderchen machen. Hier wohnen Schuki und Icke, wenn hier die Admins. So, Jesse J wollte wissen, wann das nächste Mal war. Am 6.4.21 haben wir gestartet auf dem Server. Ach herrje. Hm. Das ist ja schon Asbach. Das ist wirklich Asbach. Schwarze Brett hier. Nichts weiter angeschlagen. So, hier hinten haben wir keine Häuser mehr groß, oder? Das sind noch Häuser. Ist ja jemand hingezogen hier hinten. In die Seeseite zur frischen Seeluft. Salzig. Nö. Hier haben wir ja die Taverne. Auch sehr, sehr schöner Bau. Gefällt mir richtig gut. Und Schmersch zu seiner Sicherheit, es gibt auch einen Chisel-Mod wieder, ne? Also. Ja, finde ich gut. So, wohnt hier noch einer? Da wohnt keiner. Hier wohnt auch keiner. Gehen wir hier die Straße ab. Wer wohnt hier? Diminator 98, okay. Private Cyanid, Partybude auf Anfrage, okay. PC2 wohnt hier.
Und Jonas, meins. Okay. Von Jonas, ja gut. Ja, also hier die Häuser um Marktplatz rum, Rathaus, Lager. Sind gut gefüllt. Auch das Lager, ich werde das Lager nächstes Mal so mehr so wie in Hamburg am Hafen hinsetzen. So 3-4 Lagerhäuser oder so, mit dem alten Basic Drawer System oder sowas. Ja. Das könnte interessant sein. Speicherstadt. Hm. Genau, Speicherstadt, ich kam nicht drauf richtig. Stimmt, genau. Da kommt der kleine Nachtfalter. Ja, du Eule. Der Schoko-Nachtfalter. Dreh dich mal um, Schoki, mal mit dem Nachtfalter. Jetzt geht wieder gar nichts hier. Ich bin gleich da, ne? Kann mich nicht bewegen. Das liegt an der Schokolade. Dann müssen wir mal jetzt zum Questhaus gehen, würde ich mal sagen, ne? Sind einige Bäume hier noch. Einige Bäume, oh Mann, ey. Einige Häuser sind noch unbewohnt. Das war ja damals hier der Anbau mit dem Questhaus. Mann, habe ich das Wochenende gebuckelt. Dass alles noch frei war. Ja, das Questhaus, gut. Oben waren die ganzen Questbücher. Ich weiß, glaube ich, fast wie viele Quests haben wir schon gemacht. Insgesamt, wie waren wir denn? Gucken wir doch mal, was haben wir hier so? Hier ist nichts. 1, 2, was haben wir hier? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Quests haben wir bisher. Hat jetzt mit mehr gerechnet. Ist jetzt der Jesse J? Ach, der ist doch gar nicht hier. Ja, yeah, nicht... ich war gerade auf Erkundungstour und jetzt bin ich, jetzt gerade bei mir zu Hause angekommen. Achso, okay. Weil ich nicht in einem normalen Biom war, konnte ich auch kein Wegschild machen. Man konnte ein Wegschild machen, muss man doch. Geht immer. Nee, man kann nur mit den normalen Bäumenarten solche Wegschilder machen. Achso, das meinst du ja. Das... Nee, das haut ja nicht hin, genau. Ja. Ich war halt nur durchgehend in irgendwelchen Mod-Biomen. Was lernen wir daraus? Rucksack mitnehmen, wichtige Sachen reinpacken. Auch so diese Wegweiser-Schilder. So ein, zwei sollte man immer dabei haben. So, ich nehme jetzt mein liebstes Stück jetzt mit. Auf die Reise. Was denn? Ne, ist ganz süß. Mein Schnuffel. Hm. Komm hier mal kurz aus dem Fenster raus, also. Vom Questhaus hat man natürlich gleich Blick auf Rathaus und dahinter schemenhaft so leicht das Wirtshaus. Im Wirtshaus gibt es ja auch noch Betten, falls jemand nicht kein Haus beziehen möchte hier oder so. Das gibt es ja auch noch. So, hast du eine Quest ausgesucht? Ja, welche Quest ist denn so ein bisschen mit Kämpfen? Mit Kämpfen? Mhm. Oh. Die letzte, die wir gemacht haben, ne? Da war, ja. Die Pyramide? Ja, wo man da richtig, nee, nach der Pyramide. Nach der Pyramide? Wie war das denn? Das war, nach ja der genau, Pyramide, nach Turm im Norden, glaube ich. Ja, Turm im Norden. Ja, da geht's rund. Da geht's rund. Okay. Ging es da rund? War da wirklich so viel? Ja, stimmt, ja, stimmt. War, genau, zum Kämpfen, genau. Da war Stimmung in der Bude. Turm im Norden. Wo ist das Buch? Turm im Norden. Hier sind. Gucke. Ach hier, Turm im Norden. Turm im Norden, genau. Bücher werden hell wieder abgeliefert. Ich finde das mit den Büchern besser als NPCs dafür zu erzeugen, weil kannst du mehr mitmachen irgendwie. Okay. Wollen wir dann hier kurz nochmal schlafen oder wollen wir in der Nacht los? Wir können auch los, oder? Wir können auch los, klar. Gucken, ob ich jetzt alle drei hier drauf kriege. Das ist mal interessant hier so.
Bitte recht freundlich. Mal in die Kamera gucken. Danke. Mit Blitzlicht. Okay, Hammer. Schön. So, ich weiß nicht, wo es hingeht. Gut, in Norden, let's go. Gehen wir in den Norden. Gut, wir folgen mal. Dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm, dumm, die, dumm, die, dumm. Oh, hier gibt's Kirschen. Der Schmerz rennt Richtung Wirtshaus. Interessant. Muss auch meine Zeche begleichen. Ach so, hast du noch was auf dem B-Deckel? Hast du noch Schulden gehabt? Aha, sonst kannst du in die Spülecke gehen. Ey, und du hast mal auf zu stänkern, damit meinte ich nämlich dich, ne? Auch wieder Turbo-Schokolade. Habt ihr noch zu fressen dabei? Ja, ich hab noch was. Ein bisschen noch. Ja, gleich fliegt Schoki irgendwie dagegen, was? Weil ich hab auch ein bisschen was von Stick. Fafita. Am schönsten ist aber Minecraft, wenn du so eine Staffel machst, so die Zeit dazwischen, wenn du so langsam so halbwegs was aufgebaut hast und dann immer wieder erweiterst und erweiterst. In der ersten Zeit hechten wir wieder hinter jedem Rohstoff hinterher. Genau, und ne? Heute, ach, haben wir schon so viel, brauchen wir nicht. Haben wir, alles ja, genau. So interessant. Ja, brauche ich mehr. So lange gehen, bis man schwimmen muss. Die Frage ist, wann ist diese Schwimmstelle? Du bist auf Norden und hier gab es schon eine Quest, die ich nicht weiß, weil ich die habe. Gibt es keine Inhaltspunkte? Ja, das war die Quest Richtung Norden zur. Warte mal kurz, ich muss mal kurz was gucken. Ein bisschen Karte ein bisschen kleiner machen. Nein, ich will keinen Wegpunkt setzen. Nein, will ich nicht. Lass das. Finger weg. So. Nein, will ich nicht. Weg in den Norden. Ich will da immer noch keinen Wegpunkt setzen. Okay, das war das nicht. Wo muss man denn hin? Ja, wo war denn das? Gerade selber überlegen. Wir können ja schon mal weitergehen. Da ist die Blumeninsel. Das war das auch nicht, die Blumeninsel. Ah, doch, war doch hier. Ja, Richtung Waldpyramide. Und dann, das war die Quest davor. Die Waldpyramide. Entschuldigung. Wo sind wir überhaupt gerade? Wir sind irgendwo in den Sümpfen, sind wir. Genau, hier, ich will keinen Punkt setzen. Und die Waldpyramide ist da hinten. Okay, das ist nur eine Ecke. Na gut. Ja, Richtung Dormstrang und dann, ne? Gut, geh mal. Weiter geht's. Ach, ihr seid schon unterwegs, schon wieder, meine Güte. Unterwegs gibt's glaube ich auch ein Wirtshaus, da können wir mal einkehren. Vielleicht haben sie schon eine Schweinshaxen. Vielleicht ein Schweineschäufle. Oh ja. Ein Schweineschäufle. Das hat dir damals gefallen. Das war doch lecker, oh, war das lecker. Wo ist der Wäschestelle? Sehe ich gerade gar nicht. Wo ist der denn abgeblieben? Ist er schon so weit nach vorne? Ah doch, der ist schon so weit vorne. Schau. Ja, oh, das war lecker. Und das war noch den Tag noch so warm. Oh ja. Da hat das Rentier schlapp gemacht. Er wollte nicht hoch bis zur Würzburg, ganz oben hoch. Boah, ich hätte eine Blase am Fuß. Oder es hat sie eine angebahnt. Musst du die Sommermonate sowieso der Babypuder mit in eine Balletttasche packen.
glaube, das ist das Wirtshaus, glaube ich. Das Wirtshaus kommt dann an der Kreuzung, wo du das ganze Dschungel hinter dir gelassen hast. Das ist das Wirtshaus. Sagst du, ein Ruinenmod ist da auch wieder drin oder so ein anderer Mod? Das heißt, wenn wir irgendwelche Gebäude wieder zufällig spawnen, die kann man dann wieder unterwegs als Wirtshäuser machen, Übernachtungsmöglichkeiten, etc. Mhm. Genau, das ist das Wirtshaus. Ja, das wird dann halt nicht mehr ganz so schnell dann gehen in der neuen Welt, weil diese Dinger sind mit einem Kasten-NPC-Mod erstellt. Da gibt es den Creator-Modus, nämlich so ein so einen Block, da kannst du auswählen, was du bauen willst. Mhm, das ist cool. Und bei zwei Häusern musst du aufpassen, musst du ganz schnell reinlaufen, weil sonst drin ist ein Kamin, sonst brennt dir das Holz weg. Super. Der Schmerz läuft in die verkehrte Richtung. Echt? Ja, eigentlich richtig, oder? In Norden. Ach nee, da läuft er noch. Ist er schon an vorbeigelaufen? Du bist da hinten schon. Ey, gibt's aber gar nicht. Junge. Ich dachte, ich trinke mit meinem Kumpel, Trauzeugen, Co-Autor und was weiß ich nicht alles. Waffenbruder, ein paar Becherchen, Bierchen hier. Aus einem großen Krug. So große Krüge gibt's hier. Große Krüge gibt es. Das war klasse. Ja, dein Trauzeuge, ne, Schatz? Ja. Meiner Trauzeugin habe ich nie wieder was gehört. Komm her. Geh weg. So. Hammer. Ich glaube, hier sollte man wieder auf dem Weg bleiben. Wenn man hier ein bisschen abseits des Weges geht, kann es passieren, dass hier irgendwelche böse Buben vorbeikommen. Vielleicht so eine Hexe. Ach, Smash, das ist so blöd beim Ballett. Ich kann mir keine Warze auf der Nase schminken. Ja, aber dein Fahrzeug steht da draußen vor der Tür ja noch. Kann man da nicht was draufkleben? Also gibt's zum Fasching gibt's sowas doch, oder? Abgefragt, aber wir sind hübsche Hexen, sagt meine Lehrerin. Ach so. So. Wird mir nur noch so ein Abraxas auf der Schulter. Oh, die kleine Hexe müssen wir wieder gucken. Das ist ein schöner Film. Ja. Oh, bitte, ja. Bitte. Weil hier irgendwo links im Wald sind böse Buben. Links? Okay. Ja, bei mir, wo ich gerade war. Wir müssen auch mal wieder zum Hexentanzplatz. Ich will mir noch so ein schräges Schild holen. Ja, machen wir. Das ist doof, warum haben wir uns nicht nach Dormstrand geportet, ey, bekloppt ist. Weil man da mal die Keulen schwingen kann. Da wird die Tastatur gerade gefoltert, habe ich gerade eindeutig gehört. Ja, dann hat man ein bisschen mehr Speed, wenn man das macht. Kann man schnell die Treppen hochrennen. Ich überlege, das Ganze mal angefangen hat mit Minecraft auf dem Tablet damals. Ja. Dank mir aber auch nur. Dank mir. Ja, und da musste man den Schmersch überreden, dass er mitmacht. Hm. Und hat das doch gesagt, total nicht gefallen, dieses Spiel, war zu plump und was war eh nicht alles. Ja. Ja, und jetzt? Wenn man bei ihm vorbeikommt. Plump war es gar nicht. Ich fand anfangs, also wenn man das nicht kennt, finde ich, sieht es erstmal kompliziert aus. Wenn du dich nicht damit beschäftigst. Mhm. Also weil dann kannst du hier was, dann gibt's da was, dann kannst du das kombinieren, das musst du das abbauen, das so zusammensetzen, siehst das jenes. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe, aber ich hab's nicht bereut. So, Schoki, wo bleibst du denn? Da bist du irgendwo gegen geflogen. Ich habe mir gar keine Flügel an, die werde ich jetzt erstmal anziehen, geht das schneller. Du musst es mit Raketen kombinieren. Kannst, wenn du in der Luft bist mit der Elytra und eine Rakete zündest, kriegst du einen neuen vom Fliegen. Kannst du damit unendlich fliegen. Ja, und dann fliegst du wieder wie letztens gegen einen Baum oder irgendwas. Kennen wir doch. Das muss man dann natürlich dann
verhindern. Warum sehe ich euch auf der Karte nicht mehr? Weil wir schon viel zu weit nördlich sind. Hier muss Santa Claus wohnen, hier gibt es so viele Rentiere. Ah, das sind ja meine Freunde. Das sind sie doch. Jetzt haben wir nicht die Quest. Und die Bratpfanne. Die Bratpfanne ist cool. Feuerpfeile krieg ich die denn mal? Der muss den Bogen entschlagen, den einen normalen. Ja. Dann bekommst du die. Hey, was ist das hier? Alter, hier? Ach, hat der Drache schön Quadratlatschen, ne? Ach, ich hab ihn getötet, deswegen ist er bei euch. Ich hab ihn getötet. Guck dir mal die Schuhe von dem an, ey. Ey. Oh, dieses Fußvolk, das niedrige Fußvolk ist völlig fertig. Huch, hier war ein Drachen drin. Ist das eklig. So, weg hier, so. Haben wir hier noch? Wie so eine Pfanne muss ich mir noch. Ich hab diese Bratpfanne gerade nur. Was hier, Mia Culpa, Mia Culpa, Mia, machst du's da hier? Was man schenken kann. Zack, weg hier. Auch weg. Haben die irgendwas Tolles hier gewesen gedropst? Ich hab hier einen Feuerschutz bekommen, hier so einen Modifier. Ja, ist ja nicht verkehrt. Ja. Kannst du deine Rüstung packen, wenn du was frei hast. Nee. Schalkerkiste? Das ist ja richtig gute Schalkerkiste, endlich. Ja. Ja, lohnt sich, gut. Ne? Mal ein bisschen ins Kampfkittel hier zu schmeißen. Ja, zack, zack, zack. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Den Volleyball brauchen wir, den packe ich dann irgendwo. Gibt es hier noch Tolles? Kann ich auch was mitnehmen? Gut, lass mich bitte mal vorbei, danke. Hey. Kurz irgendwas hier reinstellen hier. Die kommen wieder. Gott, ich kann das mit dieser Pfanne nicht ernst nehmen. Dieser Ton. Ist doch klasse, oder? Gar nicht, was du hast. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Mond können wir mitnehmen. Müssen wir erstmal Richtung Richtung der Wundermine müssen wir, ne? Schmersch? Ich überlege gerade, ist das hier noch auf dem Weg? Oder wir fahren mit dem Boot jetzt. Wo ist die Wundermine eigentlich? Genau? Nordöstlich von uns. Ja. Können wir weiter bis zum Norden? Ja, also da können wir hin oder wir fahren halt generell mit. Weiß ich, gibt es einen Sprungpunkt dahin von hier aus? JJJ bringt das nichts, der hat das noch nicht entdeckt. Also ja, dann. Dann gehen wir zu Fuß und. Geh mal zu Fuß, komm hier. Ihr seid am Aschel. Ups, vorsichtig, tiefe Löcher in der Erde hier. So, dann nehmen wir doch jetzt mal ein Bötchen. Also wir brauchen hier nur zwei Boote, einer kann hier dann noch mitfahren bei mir. Ja, ich habe ein pinkes Boot. Hast du keine transportable Werkbank? Willst du bei mir mitfahren? Ich habe noch ein Bötchen für dich. Wo seid ihr denn gerade? Hier hinten, wo die Pfeile kommen. Genau, hier von der anderen Seite. Oh Schatz, da. Mein Paket ist genau. Angekommen und ist in der Garage gebunden. Ja. Alles klar. Gut, auf zur Wundermine. Energie.
Genau, Energie. Was? Das ist ein Korallenmod, haben wir in der neuen Welt auch wieder. Das finde ich so schön. Das ist ein Hai. Ja, der Korallenmod ist doch klasse. Es gibt sogar Piranhas hier. Also. Und gerade sind wir bei Seeteufel vorbeigekommen. Ey, das war unfaires Fahren. Abdrängen. Ups, hier ist auch noch ein Boot. Hier gibt es unheimlich viele Boote. Steigen wir hier mal kurz hier aus. Ey, was liegt hier? Mal gucken, wo sind wir jetzt auf der Karte? Sehe uns gerade gar nicht. Da sind wir. Das heißt, wir müssen... Ja, gleich wieder ins Boot. Einmal hier rüber gehen. Wir hätten außen rumfahren sollen. Sorry, mein Fehler. Willst du dein Boot nicht mitnehmen? So, habe ich doch hier. Ich hab doch nee, hast du nicht? Oder ist das Smash deins? Ich habe ein Boot. Das ist eins von vorher. Ich habe unser Boot in der Hand. Okay. Aber hier sind ja Krabben. Ja, hier gibt es Krabben. Hier kann man einen auf smaller Platz. Die sind witzig. So, wir müssen so einsteigen. Okay. So, ja. Okay, so. Gut. Dann kriegt er die Wundermine jetzt auch noch. Aber die Wundermine ist so gut wie ausgebeutet. Da waren Schmersch und Icke ganz fleißig bei. Ach, alles gut. Gut fleißig, das stimmt. Aber da gab es auch Erze wie verrückt, ey. Das war irre. Viele, viele Quergänge von links nach rechts. Genau. Von rechts nach links, oben, unten. Von 1 bis 100 von A bis Z. Genau, aber nix toppt die Waldpyramide. Dann müssen wir ein bisschen mehr hier runter. Ja, nichts toppt die Waldpyramide, ja, das war doch toll. Dann gehen wir kurz nach dahin und dann können wir das Boot, glaube ich, wieder nehmen. Sollte auf die Karte gucken, wo hier was lang geht. Wo ist denn das gewesen? Muss ja hier irgendwo lang gehen. Ist da hier irgendwo der Eingang? War doch hier an der Wasserküste, oder? Täusche ich mich da jetzt so schmärsch. Was? Der Eingang war doch hier irgendwo an der Küste gewesen, ne? Kann sein. War das nochmal? Wenn man irgendwo hinspringt? Genau. Dead by Daylight spielst du jetzt gar nicht mehr, oder? Nö, gar nicht. Was spielt sie jetzt sonst noch? Nur Formel 1, oder? Minecraft. Ja, Formel 1, World of Tanks und BF1-Spiele, ja. World of Tanks spielt sie auch nicht so oft, ne? Kommen wir mal drauf an. Wahrscheinlich jetzt bald, weil ich den Clan wechseln will. Der ein bisschen aktiver wird. So, wo ist denn der Eingang? Das ist die Hütte. Ja. Wo ist denn der Eingang? Dann haben wir da den Weg gebohrt. Haben einen Weg gebohrt, ja. Ich hab da auch diesen Überbau hingestellt. Den müssen wir eigentlich sehen auf der Karte. Ja, ich guck gerade. Ich finde da gerade nichts. Hast du denn schon einen Clan gefunden, wo du beitreten möchtest? Ja. Wie heißt denn der? Seiden, glaube ich, oder so. Was heißt der? X-A-D-N, glaube ich. Der ist ja sehr aktiv, oder? Ja, genau. Dein Schiss fragst? Ja, schwer schon war anders. Wo war denn das? Das ist eine ganz andere Ecke. Nee, wir sind hochgefahren zum Wassertempel. Genau, das kann doch hier gewesen sein.
Das müsste eigentlich auf, jetzt wo wir sind hier. Einmal um die Ecke nochmal, ne? Auf der Ostseite. Genau. Ostseite. Auf die Ostküste. Smash, du musst fahren. Ich bin aus dem Boot gefallen. Jetzt darfst du fahren. Das stand aber so nicht in der Reisebeschreibung, glaube ich, ne? Aber bei mir hakt das gerade ziemlich. Ja, bei mir auch. Ja, jetzt geht's wieder. Sehr merkwürdig. Hier ist es auch nicht. Lass uns hier mal an Land gehen, glaube ich. Mir fällt mein Boot da runter. Okay, ich hab's wieder. Das war doch hier irgendwo. Ja. Weil ich kann jetzt ja wohl nicht so dumm sein, oder? Hallo? Und wir müssten jetzt ja eigentlich... Da ist das Weghaus. Okay. Sind da... Gute Mühe, das heißt, wir müssen jetzt einfach nur nach Norden gehen. Einfach nur nach Norden. Hey. Einfach nur nach Norden. Wenn wir schon Schnee haben, dann noch eine Schneeballschlacht. Ups. Hier ist die Hütte. Da sollte ein Boden. Das war die Hütte, wo der Weg nachher ist, genau. So, die Hütte haben wir gut gefunden. Dann geht's hier weiter, genau. Ich glaube, der Schmerz ist schon da, wa? Ja. Geht doch nichts verloren hier. Jetzt haben schon bestimmt mal Schnee räumen können, der Schmersch, wenn er schon vorweg ist. Kann man Schnee fegen? So, Jesse J, hier drin gibt es den Wegstein, ne? Den Wegstein, ja, okay. Entdeckt. Wundermine. Okay. Ja, genau. Okay, gut. Ich will einen Blick mal reinwerfen, unser Kunstwerk. Okay, das ist hier drin. Also ein schöner Zaubertisch. Ja, unordentlich. Ja, hier ist noch Rohbau. Ja, mehr als Rohbau. Es liegt daran, weil der Schmerz hat eindeutig zu viele Baustellen. Silbererz. Zinnerz. Sind aus wie Diamanten, sind aber keine. Also hier kriegst du ganz viele, haben wir ganz viele Erze rausgeholt. Ja. Okay. Gut, machen wir mal weiter, wa? Wo müssen wir hin? Was sagt das Questbuch? Gucken wir nochmal das Questbuch. Genau. So. Also laut Buch müssen wir nach Norden fahren, ja? Wir müssen jetzt einmal. Jetzt fahren wir doch. Wir hätten noch Ecken ein bisschen weiter nach oben fahren müssen. Wir genau hingekommen. Wir sind zu früh ans Land gegangen. Aber gut, okay, dann wissen wir es. Zu früh an Land. Das heißt, wir können jetzt einmal komplett einmal rumfahren. Oder wir halten uns erstmal ein bisschen nordöstlich. Können wir natürlich auch machen. Kommt ja hier so ein blöder Sumpf natürlich, ne? Oder steigen gleich ins Boot und fahren eine Runde rum.
Ihr möchtet das haben? Ihr wollt das Boot, okay. Gut, einsteigen. Wir sind aber schon im Boot. Gut. Müssen wir jetzt einmal um die Insel hier rum. Zu füttern habt ihr noch, ja? Ja, 14 Stück noch. Schmerzt du das auch noch? Dass ihr euch unterwegs verlassen muss? Ja, ja. Was? Ich habe auch übrigens nebenbei ein bisschen Beef Jerky. Mhm. Geil. Lecker. Bisschen Trockenfleisch. Mhm. Ist übrigens ganz lustig, wenn man gefahren wird und man kann es auf der Minimap beobachten. Ist herrlich, ne? Ja, das ist klasse, das ist wohl wahr. Hat sowas von NSA, Überwachung, Satelliten und so? Ach, kein Quatsch hier. Ja. Ja, morgen kommt jetzt mal ein zweiter Teil raus von Return to Moya. Mhm. Hast du eigentlich meine Replays gesehen, die ich geschickt habe? Du hast Replays geschickt? Weiß ich halt ja, nicht. Ja, auf Discord, 2 Stück. Okay, muss ich mal gucken. Mir noch, bisher noch nicht. Baby, guck doch mal, Schatz. Guck ja. Es fühlt sich wohl. Der Drucker, da muss man irgendwie so eine Decke drauf packen. Jetzt müssen wir mal, ganz ehrlich nach vorne, wenn wir richtig schön nach Norden fahren hier. Das sind deine dreckigen Füße, die hier sind, sehe ich jetzt erst. Schokis dreckigen Füße. Ich habe keine dreckigen Füße, ja. Das sagen sie alle. Dum di dum di dum di dum di dum dum dum. Dum di dum di dum di dum di dum. Unzählige Wracks, hier muss eine gefährliche Ecke sein, ne? Auf Riff gelaufen. Da ist ein Schiff da unten. Ja, die kann man auch besuchen. Sind auch Spawner drin teilweise. Jedenfalls irgendwelche Kisten. Aber nicht in den gesunkenen. Da gibt es nichts mehr. Ah, die Sonne geht auf. Oh, ist das nicht schön. Guck doch mal. Herrlich, wa? Gleich mal ein Bildchen machen fürs Fotoalbum. Und irgendwo gibt es dieses verrückte Huhn noch, was einen angreift. Das gibt es in dieser Welt auch, komischerweise. Okay. Echt? Mhm. In welcher Welt war das, dieses bekloppte Huhn? Das war eine 1-10er. Irgendwo. Ja, das war schon gut, das bekloppte Huhn. Noch ein Schiffswrack. Und ein Hai. Ja, Haie gibt's ja auch. Die greifen dich an, ne? Wenn du im Wasser bist. Ich bemerkt. Bei mir sogar im Fluss. Da sind sie sogar. Nur so am Rande bemerkt. Wo ich gerade ganzen Inseln sehe und wieder das große Meer hier so sehe. Kennt ihr eigentlich den Film Erdsee oder Earthsea? Diesen Fantasy-Film, den müsst ihr auch mal wieder gucken, wo er doch hier so ein Zauberer ist und einer leitet ihn dann an, aber er macht dann irgendwie als Mutprobe so einen bösen Zauber und dann holt er seinen, ich sag mal vereinfacht gesagt, seinen schwarzen Doppelgänger hervor. Oh. Der ist total klasse, der Film. Gibt's einmal als Zweiteiler, einmal als Einteiler, so sind wir da, okay. Dann fahren wir mal weiter. Ne? So, weiter geht's. Haben wir eine ganze Ecke noch vor uns. Der Schmerzpunkt ist jetzt so lange gewesen, drinnen bleiben, bis wir irgendwo wieder Land unter den Füßen haben. Ja. Sonst kann es passieren, wenn nächstes jetzt rausgeht, dass er dann untergeht, weil er wird ja gefahren. Blub, blub. Also nach meinen Koordinaten brauchen wir noch knapp 1800 Dingenskirchen. Das kenne ich. Dingens Parsec, genau.
Oh ja, mal wieder Star Trek, der Aufstand gucken. Hätten wir auch mal Lust zu. Und die kleine Hexe. Rumpumpel. Und den Hobbit gucken, den Dreiteiler, und dann den Dreiteiler Extended noch gucken von Herr der Ringe. Neulich kam noch der Hobbit normal im Fernsehen. Aber da kann ich nicht gucken. Geht nicht. Ist nee. Ohne Extended. Also, da weiß ich genau, ich reg mich drüber auf, dass jetzt eine Szene fehlt. Genau. Der Herr der Ringe, wo Gollum noch dann den Frodo noch im Finger beißt, der Blödmann, ne? Aber von Sam kriegt er immer hier einen auf die Nase. Ja, aber das war das Glück halt für Frodo, weil er den Ring hergeben konnte er nicht mehr, weil dem Ring schon zu sehr verfallen. Ja. So, jetzt haben wir hier diesen Dingsbums hier hinter uns gebracht. Ganz so schade, dass Frodo gar nicht mehr ins Auenland zurückgegangen ist. Doch, ist er doch zurückgegangen. Ist er doch. Frodo ist halt zurück zum Auenland wieder zurückgegangen. Und Sam zu seiner Rosi. Die Szene ist auch süß, wie er sie anguckt. Oh, ja, sie lächelt zurück und dann trinkt er Bier. So, jetzt stehe ich auf. Jetzt Mut angetrunken, jetzt mache ich das. Kann ich auf richtigen Kurs mal kurz gucken? Wo sind wir denn? Und der dicke Bombo, wie er dann kullert. Oh, das sieht ganz gut aus. Das brauchen wir fast nur noch nördlich, glaube ich. Ja. Über Bombo, ja, ist so einer. Er ist hier auch ein Unterwassertempel? Schaut doch mal, Tatsache, hier ist ein Unterwassertempel. Hier sind einige, ja. Ja. Stimmt, ja. Okay, ich habe erstmal genug davon. Ja, bist du erstmal cool. Ich habe erstmal genug Material dafür. Also ohne diese Nachtsichthelm entdeckt sie die auch verdammt schlecht. Ohne diesen Superhammer, da brauchst du ja ewig keine Sachen abzubauen. Da musst du erstmal mich erstmal wieder haben. Aber in diesen Tiermod, den wir haben, haben wir ja die normalen Minecraft-Kühe nicht. Das ist das Melken so kompliziert, ey. Wenn ich gerade so passende Ortszeit oder Tageszeit besser sagt, melkst du die Kühe, dann geben sie keine Milch. Das ist so ätzend. Und weißt du noch das Kuhproblem? Ja, das war in der 1.10er war das, ne? Ja. Oh, das war ätzend, ey. In der 1.10er hatten wir auch die Grubenbahn. Hier ist noch ein Unterwassertempel. Ja, die Grubenbahn war auch klasse. Das war gut. Hast du irgendwo abgebaut, das Ding losgeschickt, ist dann die Lore vollbeladen hingefahren, hat dann sich selbst entladen, ist dann wieder zurückgefahren. Guck mal, Schmerz, meine kleinen, pickligen Freunde. Da kommen sie schon. Kommen schon an. Ja. Und Dschungel. Ist erstmal, sich ein Dschungel sehen in der Welt. Also normal jedenfalls. Und ein Grabsteinmod ist auch wieder mit dabei. Das war der Schmerz. Das war das Nebelhorn. Was ist denn das jetzt hier? Habe ich auch gerade gedacht, was ist das denn? Transport. Mhm. Ich bin wach. Wenn ein Kind irgendwo winkt, wird gehupt, egal was. Es wird einfach gehupt. Ach, die Sounds sind das. Man kann auch eigene Sounds erstellen. Ja, Schmerz spielt wieder. Wir haben zum Beispiel auf meinem Server haben wir zum Beispiel eigene Sounds erstellt. Das ist ganz witzig. Das war heute auf der Arbeit so witzig mit René, den bilde ich ja gerade aus. Der ist auch so ein Eisenbahnnah wie ich. Und ich lausche nur so, er lauscht auch. Sag ich nur, das muss der Blue Tiger sein. Sag ich, meint er auch so. Andere guckt so, was wollt ihr? Was meint ihr? Na, den Zug mit der Lok vorne weg. Müssen wir bald da sein. Ja, sieht doch gut aus. Da ist ein Steg. Ja, da legen wir an. Hier wird es quallen.
Noch besser geht's, glaube ich, nicht hier. So. So. Wo will das Schmärsch hin? Hier ist doch ein Turm. Okay. Hier ist der. Geht zurück über das Ding hier, okay. Mhm. Gibt es noch ein paar Informationen? Was denn? Was ist das? Vanillumbarren. Night Slime. Ja, genau. Mhm. Was ist das jetzt? Achso, genau. Hier. Da kannst du ja eine Truhe gerne nehmen. Ja, ich hab nur alles. Oh, hier sind Betten. Ja. Nochmal Betten. Nochmal. Ja, das sind immer irgendwelche Sachen, die baue ich bei der Quest immer eins zum Übernachten. Der Schmerz ist wieder ganz heiß. Kann ich würde mich auch demnächst verabschieden. Ja. Ist ja schon ganz weit. Quatsch. Ist ja schon ganz weit. Das ist 19.30 Uhr gerade, ich bitte dich. Durch ist das machbar. Hast du da Bäume kaputt? Nein, nur ein bisschen Laub, dass ich Setzlinge kriege. Wir haben so viele Setzlinge zu Hause. Mal runtergehen ins Lagersystem. Gab es ja auch einen Wegstein? Hier gab es gar keinen Wegstein, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Da gab es den Wegstein ganz oben. Ich glaube, hier gab es gar keinen, ne? Geh mal gucken. Hier oben. Ach ja, doch, hier oben ist ein Wegstein, stimmt. Sag ich doch. Stimmt, hier ist einer. Den kann man entdecken, wenn man möchte. Du bist mir schon weg? Nee, der steht da noch. Der ist noch da. Okay, Schmersch geht vorweg. Er kennt den Weg. Anscheinend. Okay. Ich glaube, ja. Mal irgendwo. Ich brauche diese Steine, die sind ja mega. Das ist Zement. Kann ich dir herstellen, wenn du möchtest. Oder musst du die ganzen Thermal Foundation Sachen dir selber erstmal herstellen? Ist eine Menge Aufwand. Ach, hier, die Straße können wir mal weiterbauen irgendwann mal, ne? Da musste mal nach Petersalze kommen. Das ist interessant. Das ist ja Petersalze. Ja, gibt auch eine Quest zu. Habe ich damals extra gemacht für Mr. Happy. Weil er irgendwas brauchte für Towncraft, was nicht so einfach herzustellen war. Er hat da was gefunden. In der Universität hat er gleich eingetauscht, draußen wäre es billiger gewesen. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn hier schon wieder für ein Banner hier alles? Ach ja, hier der andere Turm. Ja, genau. Gleich wird's lustig. Oh, ja. Wir sind schon lange so aufgeregt hier. Was? Den juckt der Pelz. Ach stimmt, da sind sie ja sogar schon. Ja, da sind sie. Mersch hat schon wieder. So, gleich mein Schild genommen, ist dann einfacher zum Blocken. So, komm hier rein hier. Warum bin ich so statt Pilze gelaufen? Ist das eklig. Okay, ich geh mal kurz hier weg.
die Pfanne. Oh, die sind auch nicht klein zu kriegen, die Viecher, ne? Kann das sein? Gut, denk schon jemand. Ich schieße einfach 4 Pfeile auf einmal, das ist brutal. Oh, die sind aber auch ja hartnäckig hier. Was? Jetzt geh noch mal drauf hier. Ja, endlich. Huf. Hier brennt alles. Die Brücke brennt. Wir sind aber wieder da, ne? Wir sind vom Toten auferstanden, ne? Ihr müsst übrigens, wenn ihr mit den Schwertern schlagt, ne, ihr dürft nicht durchhauen. Das ist eine andere Version. Ihr müsst immer kurz warten, wenn ihr schlagt. Aber beherzigen. Hey, es ist David da. Was? Was? Was ist das denn hier alles, was es hier gibt? Okay, oh Gott. Was denn? Was ist jetzt zum Ey, könnt ihr mal einer mal diesen blöden Quietschball hier kümmern hier? Ich meine, ich hab einen Senkel hier. Was denn denn? Ey, soll die mal mit einer aufs Maul hauen hier? Ist doch schon weg, alles gut. Ja, wie ist da einer? Ja. Ich will ein bisschen mal aufs Maul. So, ich würde mich einmal verabschieden. Okay. Bis bald. Euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche wahrscheinlich wieder, ne? Auf jeden Fall. Mittwoch. Genau, Mittwoch wieder, genau. Hat Spaß gemacht, Schmerz. Grüß schön. Auf jeden Fall. Sterbt nicht, ne? Nö. Ich bin ja da. Genau. Geh am besten zu meinem anderen Turm zurück, da gibt's Betten, da bist du sicher. Ah, das soll ich vielleicht nochmal machen. Dankeschön, Luca. Danke dir für den Sub, Luca. War beim Training. Ich hoffe, war ein erfolgreiches Training. Danke dir. 14 Monate. Der Tim Cook. Oh! Hallo. Nein, der Lört ist aus. Oh, bin ich untergegangen. Toll, da ist super. Immer Alerts mach ich noch, Luca. Stimmt. Ich hab ja keine Datei für den. Wo ist er denn? Ist er schon tot hier? Wo ist er hingelaufen? Nee, der ist jetzt hier hinten. Der ist da im Wasser. Ach so. Dann geht's ja. Geh aber schnell hier. Jetzt ist er weg. Dann kannst du im Tor nochmal gucken. Da gibt's auch so Kleinigkeiten dann noch notfalls. Mhm. Ne, ich habe meinen normalen Bogen hab ich komplett maximal verzaubert und ich schieße pro einmal 4 Pfeile. Kätzchen, was machst du denn da? Baby, ich glaube, ich muss doch nur kleinen Puppenwagen kaufen. Ja. Warum denn nicht? Kätzchen ist müde. Den stelle ich dann hier hin. Da kannst du kannst dann gerne mal im Turm gucken, da gibt es auch noch eine Kiste mit Belohnung. Ja, sofort. Hier steht ja noch einer. Tatsächlich im anderen Turm. Jetzt bin ich aber weg. Alles klar. Okay. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hier ist noch einer. Oh, ist hier noch einer? Hier ist noch einer. Ey, die stehen hier vom Toten auf, ne? Nee, der ist hier irgendwie. Weiß ich nicht. Der Weg ist eigentlich ganz gut, Luca. Dankeschön. Oh, ich habe ein Upgrade für mein Schwert. Das war schön. Hat Ping gemacht? Mhm. Ich habe irgendwas von Ding vom Taumel gekriegt. Okay. Das ist genauso süß. Wie geht's denn dir, Luca? Taumel Nomicom habe ich gekriegt, okay. So. Nein, nicht für die. Nein. Okay. Nicht ein bisschen Kanalpunkt, der dafür ist. Dann gehe ich mal hier wieder zurück. Ich will bin nicht wieder durch den Pipe. Pilz hier laufen, ihr Gott, ey. Wow. So. Zack. So. Junge. Was ist denn das hier für eine. Wo bist du denn? Clownsverein. Ich bin auf dem Turm. Pass auf. Ich habe gerade meine 5 Minuten gerade mit einem. So. Brauchst du deine Pillen oder was? Was machst du denn hier? Sag mal, wann. Ja, weiß ich nicht. Hast das war gerade so 2 Minuten, wie ist hin hast, und her. Hast du schon wieder Freunde gefunden, oder was?
Das meine ich ja mit dem. Der war auf einmal hier oben. Ich bin hier hoch, auf einmal war der hier. So aus dem Nix. Nein, Luca, da wird nicht investiert. Also, was macht der hier oben, der Fuzzi hier? Ey, das meine ich. Ey, das ist ja mir. Ey, das ist wirklich so widerlich hier. Ja, wir können mit Bogen kann ich kurz arbeiten. Aua, bin runtergefallen. Scheiße. Das ist mir zu blöd. Nur mal kurz was essen hier. Muss ich wirklich aufpassen. Ich habe hier diese super duper Stiefel. Wenn ich irgendwo runterfalle, ist echt doof. Alter, diese. Sehe ich nicht, ja. Perfekt. Ja, der Bogen ist ja viel zu OP. Ach du Kacke. Wieso? Ist das ein normaler Bogen oder ein Dinkersbogen? Ist ein normaler Bogen, aber ich schieße immer noch mit einem Pfeil viermal. Also sozusagen, ich schieße einmal und habe vier Pfeile. Und das mit allen anderen. Hier, ich kann. Will ich es mal ansehen? Tempo? Ja. Was ich hier schönes aufgezaubert habe. Hier. Das ist. Besser kann man nicht enchanten. Das ist ein Maximum. Flamme, Hyperkeit 3, Reparaturslas, Soulbound. Ja. Der ist stärker als ein Tinkersbogen, hundertprozentig. Ja, weil du mehr schießen kannst, ja. Ja. Ich schieße halt vier Pfeile. Einfach mit einem Schuss vier Pfeile. Ja, gut, mein ihr beiden, ne, wenn ihr. Ist ihr nicht ganz so gut, das ist klar. Umschalten. Ja. Ihr habt ja auch einen Tinkersbogen. Genau. Weil ich weiß. Na gut, kommen wir wieder zurück, oder? Das hat Spaß gemacht. Das war witzig. Ja. Das war auch eine Quest. Eine der letzten war das mit gewesen. Ja. Aber am besten finde ich. Die habe ich doch sogar live gesehen. Die habe ich live gesehen, oder? Genau. War ich doch im Chat. Genau. Da hast du noch so einen kleinen Short erstellt. Ich habe einen Clip erstellt. Genau, einen Clip, wo Schmersch mit seiner Bratpfanne zuhaut. Genau. Sogar ein Netherportal. Mhm. Gut, gehen wir zum anderen Turm zurück, würde ich sagen. Weil da gibt es einen Teleportierstein. Ja. Bevor die hier alle wieder respawnen. Oder despawn. Respawn. Die sind ja schon dabei. Respawn, wenn dann. Ja, sicherlich. Die sind von Toten auch verstanden. Also, ich finde es interessant hier. Hat er was? Ein paar Bilderchen machen. Brauche hier was zum Filme schneiden. Luca ist im Chat. Also, aber ich hatte nichts geschrieben. Sonne geht auf. Ach ne, da müssen wir lang. Oh! Es lebt, es bewegt sich. Es bewegt sich. Das ist süß. Ja, das ist so süß. Kleines Babychen. Ja, hier war der Weg dann vorbei, genau. Ist echt nichts mehr. Gut, dann teleportieren wir zurück. Am anderen Turm war, glaube ich. Na. Und wo kam man denn von hier, ne? Oder? Aus dem Osten kam er, genau. Ja, genau, hier so irgendwo. Gehen ja einfach hier am Meer lang, dann passt das. Oh, okay. Happy Birthday von mir. So. So, kommt das Schuki auch? Ja. Ja, so baue ich immer die Quest auf. Mhm. Zum Ende gibt es was zum Mackeln oder einfach nur was zum Finden. Oder was Lustiges, wie halt die Waldpyramide. Da noch so viele Ideen für eine Quest, also das ist irre. Auf jeden Fall wird es so eine Art Weihnachtsquest geben auf dem neuen Server dann. Okay. Es gibt gar keine Weihnachtsdeko. Ja, ich muss gucken, wie ich es hinkriege. Wo ist denn dieser Pfad? Eigentlich hier rüber. Wir müssen Richtung Osten gehen. Wow, ich bin gerade durch so einen Stinkepilz gelaufen. Ekelig. So, mal gucken. Irgendwo muss das Ding doch sein. Der Luca schreibt auch gerade auf neuen Server spiele ich auch. Luca ist schon gesetzt. Wow. Ja, dann brauche auf jeden Fall den Launcher, muss dann für Minecraft 12 GB mindestens zuweisen. Und er braucht dann auch schon mal Java 17. Du bist da hinten. Da bist du. Okay. Das braucht er. Ohne das funktioniert es nicht. Und Luca, Bambus-Dschungelbiom. Da bauen wir. Das ist auch schon. Warte,
Ach, das ist hier so ein Baumbad. Ich spring da gerade auf so einen Baum und wundere mich, warum ich durchfalle. Ja, Baumbad okay. Gibt's hier auch. Ich dachte mir so, ja, okay, kann ich mal. Aber die in der neuen Welt auch wieder? Müssten wir auch wieder haben, ja. Wo ist jetzt sonst? Ich glaube, wir sind zu weit gelaufen. Guck mal kurz auf der Karte, wo sind wir denn? Ich glaube auch. Ja, also wir sind, viel zu weit. Richtung Süden müssen wir. Richtung Süden, Freunde. Richtung Süden müsst ihr. Wo bin ich denn? Wo? Ich sehe mich da. Müssen wir da rum? Richtung Süden müssen wir. Ja, Richtung Süden. Ist das Ganze mit dem Boot. Richtung Süden. Viel zu weit. Also einmal wieder ins Wasser und wieder rüber paddeln. Da ist der eine Turm, wo wir waren. Da ist das andere. Und das werden dann ca. 119 Mods sein, die wir dann haben. 119 Mods. Genau, ich habe einen Setzling, Schoki. Ja. Sehr wohl. Genau, klar, Luca. Wir sind Richtung Süden. Ich sehe den Turm schon, da ist er doch. Wo sind die Spinnweben? Ja, es gibt auch Spinnwebenbäume, ne? Kriegst du Fäden und sowas. Kannst du anbauen. Ja. Genau, hier ist der Turm. Genau, hier müssen wir irgendwann mal die Wege mal weiterbauen. Ich nehme den Setzling mal mit nach Hause, Schuki, ja? Ja. Ich bin der Meinung, hier gab es Wegweiser, oder? Gab es hier keine Wegweiser? Doch, hier gab es Wegweiser, hier. Sag ich doch. Also da sind sie, okay. Genau, Luca. Mhm. Ach, die sind so schön schnell, das ist ja mega. Oh. Mhm. Ja, bist richtig schnell drauf. Ja, Wahnsinn. Holy shit. Das ist Grey Concrete. Also Road, da bist du sau schnell. Gut, gehen wir zurück. Bringen wir die Bücher zurück. Wie kann ich das machen? Hä? Kann ich. Achso, hä? Ja, ist halt komisch. Geht doch. Wie sonst auch. Ja, war gerade nur kurz komisch. Ja, war nur ein bisschen komisch gerade. Ja. Die 61 nervt, ja. SVJ, wenn du hier so siehst, hier sind überall Orte, wo man sich hin teleportieren kann, wenn man sie entdeckt hat. Ja, das habe ich gemerkt hier. Ganz viel. Alter. Aha. So, ich bringe nochmal das Buch wieder zurück. Ah, ja, stimmt, das Buch. Das Buch. Ja, also Luca, die 70 müssen. Und bald, Luca, ich muss hier noch das Projekt fertig machen. Von F1 Manager. Unsere Wette mit den F-Subs. Turm im Norden war das, ne? Genau. So, einer mit zack. Buch reingelegt. Okay. Die 100, genau, die 100, Luca. So. Wo ist mein Kumpel? Ach, da ist er. Welcher Kumpel? Ach, der in der schwarzen Kutte. Aha. Der Kopf größer. So, jetzt bin ich ein Kopf größer. Der labert mich damit zu hier. Verschwindet wieder. Das will ich ja gar nicht. Soll ich dir ein bisschen... Zement herstellen? Das wäre prima. Kann ich es schön irgendwie bauen. Ich hab jetzt sowieso keine Ahnung, wie bauen würde, weil ich habe noch so viel... Ich habe so eine riesen Baustelle hier. So, dann gehe ich erstmal jetzt zu uns nach Hause. Zack, bin ich jetzt wieder da. Wunderbar. Kann man eigentlich seine Tinkers-Rüstung reparieren? Ja. Brauchst du eine Rüstungsbank oder eine Rüstungsschmiede, wie das heißt? Eine Rüstungsschmiede brauchst du. Musst du dir bauen mit Tinkers. Kannst du reparieren. Genauso wie die Waffen. Brauchst du eine Waffenschmiede von Tinkers. Mhm. Wo ist jetzt mein Haus denn? Was ist denn? Mann. Wo ist denn jetzt mein Haus? Ach, davon haben wir noch gar nichts. Von der Mithril-Fabrik. Was das ist. Dann kommen wir das nach oben hoch. Das Mithril. Oh, Luke, hätte ich auch nicht. Um 6 Uhr aufstehen. Ah, oh, nee. Wäre so gar nicht mein Ding. Mhm. 5.30 Uhr. Nicht 5.30 Uhr. 5.30 Uhr. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr... Dieses... Ah, nee. Hast du jetzt wieder Nachtschicht? Nächste Woche Montag. Ich habe noch einen Tommy Nomi kommen. Warum will ich einen Tommy Nomi kommen hier? Dann ist aufstehen um 7 Uhr. Ins Bett gehen. Du hast auch eine 5-Tage-Woche, ne?
Ne, aktuell habe ich eine 3-Tage-Woche. Was meinst du? Was meinst du? Ich habe eine 3-Tage-Woche aktuell. Ui, nicht schlecht. So, nur mal kurz mal gucken. Zement, wie stellt man jetzt? So. Was ist das dann? Was ist das? Boah. Warte mal, wie heißt denn das? Jetzt haben wir unser Haus draus gebaut aus diesen Teilen, oder? Nennt sich gelber Beton. Nehmen die denn auch mit? Auf dem neuen Server? Wahrscheinlich, ja. Aber ich muss ja gucken, wer meinen Account kriegt, weil Luca und Lilly teilen sich meinen zweiten Account. Das heißt, den muss ich mein Gefühl. So, welche Farbe soll der Beton denn haben? Den kann man farbig machen? Ja. Okay. Ja. Grün, lila? Also. Grün kann ich machen. Hellgrün, grün. Kann ich alles machen. Ja, okay. Ja, okay. Dann brauche ich grünen Farbstoff und ich brauche Erde und brauche Kies. Brauche Erde und brauche Kies. War das Erde oder war das Stein? Verdammte Axt. Geht nicht mal. Halt nee, Sand und Kies brauche ich. Sand und Kies. Sand okay, haben wir hier. Glück ein Stack. Das Mädchen. Ja, Luca, Lilly kann den Account kaufen. Mach das eben, Lilly. Geht auch. Einmal Stack, einmal Kies. Hilfe, ich will das nicht machen. Haben wir auch schon wieder zwei Kies. So, dann brauche ich jetzt guten Farbstoff. Wollte ich dahin. Wo haben wir Farbstoff, Schuki? Wo haben wir Farbstoff? In der Werkstatt müsste da drin sein. Brauche ich jetzt grünen Farbstoff. Ja. Aber drin. Kaktusgrün 57, das nehme ich mal kurz mal. Ich werde jetzt mal Trockenbeton herstellen. Das machen wir erstmal hier aus. So. Boah, jetzt kostet gar nicht so viel. Süß, holt sich die Katze hier ein Spielzeug. Das ist ja putzig. So, haben wir jetzt hier das Material hier rein. Und sagen ja, dann mal. Wahrscheinlich freitags kommt immer jetzt Minecraft. Was für Freitags? Go. Ich kann nicht mehr reden. Mittwochs. Ja. Also wäre so ein bisschen mehr. So, jetzt kriegen wir hier. Werden. Weißt du, was ich meine? Jetzt kriegen wir hier Haufen Trockenbeton. Ja, also ein Stack reicht. Alles andere kommt zwischendurch, wie F1. So, das ist jetzt okay. Voll. Der Farbstoff kommt wieder rein. Okay. Jetzt habe ich zwei Stocks Trockenbeton. Ja. Muss ich die jetzt reinpacken? Im Fluttransposer, glaube ich, ne? Okay. Was mache ich noch wie? Soll ich mal gucken, ob ich noch Feuerschutz irgendwo finde? Grüner Beton kriege ich. Okay, ich kriege grünen Beton. Oh Gott, ich bin so dämlich. Dann geht's ja. Ich habe außerdem gerade meine Schaufel in die Lava geschmissen, die ich verwählt habe vom Hotkey. Normale Schaufel oder Tinkerschaufel? Eine Diamantschaufel, die verzaubert war. Was auch immer für ein Chief. Oh Mann. Entscheidend uns. Also ich hatte mal in einer Staffel gehabt, ich bin da irgendwo lang gelaufen. Hatte meine tollen Waffen und Werkzeuge, kommen dann um die Ecke und überall waren statt unten in der Taskleiste die Waffen oder so, waren dann nur noch weiße Blätter. Ja, super. Alles war weg. Und irgendwann kam das ein oder andere Stück für Stück zurück, aber alles habe ich noch nicht wieder zurück. So, ich habe jetzt hier schon mal. Habe ich nicht, oh Gott. Ein Stack grünen Beton habe ich fertig. Der zweite läuft gerade durch. Aber das ist gerade dämlich. Okay, so jetzt aber. Da, den kannst du auch noch schisseln, ne? Muss da reinmachen oder sowas, wie du es gerade brauchst. Also, ja. Und immerhin habe ich hier noch ein Level. Oh Gott. Kann ich mir eine neue Schaufel farmen? Yay. Yeah. Können auch noch Stinkers bauen. Jo, das ist natürlich auch eine Option. Wie los willst du sein? Yes, ja. Ach komm, Luca, einmal darf man.
Einmal. Nur so ein knuffiges Gepatsch. Na komm, ich baue dir eine Schaufel. Was braucht man dafür? Wir brauchen für eine Schaufel. Ne, halt. Hallo, hier, zack. Wir brauchen eine Schaufel. Wir brauchen einen Werkzeuggriff, einen Schaufelkopf und eine Bindung. Okay, das kriegen wir hin. Wir brauchen einen Schaufelkopf. Haben wir. Immer an, das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht. Wir brauchen einen Werkzeuggriff und wir brauchen eine Bindung, eine kleine Bindung. Die da. So, okay. Gut, dann bauen wir doch mal. Die Schaufelgussform. Haben wir noch ein bisschen Stahl hier? Okay, Essen, Arsch, mein Essen ist bald wieder alle. So, Manilium, geschmolzener Stahl. Machen wir, komm her, Schaufelkopf, machen wir aus Stahl. Dann machen wir den Griff, machen wir dann aus Eisen. So, wir packen ihn wieder zurück. Das brauchen wir nicht mehr. Dann machen wir nochmal eine Bindung. Die Bindung machen wir aus Kobalt. Sollte noch reichen. Hoffe ich doch. Ja, reicht noch, sehr gut. So, das haben wir. So, Schaufel. Denk dir schon mal einen Namen für deine Schaufel aus. Ich meine Schaufel. Was ist mit mir los heute? Hilfe. Das ist knuffig, ey. Ich bin echt nicht mehr in meinem Griff drin, ich merke das. Hier, brauch ich jetzt einen Namen für deine Schaufel. Nennen wir sie Lost. Lost. L-O-S-T. Haben wir. So. Gehe ich kurz mal runter, hole so mal einen Diamanten und Dingsbums. Ich hab schon gesehen, Luca. Keine Sorge. Das ist ein Gerücht. Es gibt loste Clips von dir. Ein Chisel für das Ding kannst du gar nicht jetzt selber herstellen, Jesse J, oder? Damit du das verzieren kannst, die Steine, wenn du willst. Ja. Achso, und du, ich soll Aufmerksamkeit machen, dass... Was soll ich machen? In deinen Chat gucken. Ah, ja. Grüß dich, Luca. So, gar nicht mitgekriegt. Ist ja gerade so voller Tatendrang hier. So, haben wir jetzt auch hier fertig. Reparieren mit Stahl. So, dann gehe ich. Reparieren mit Stahl. Dann teleportiere ich mich jetzt wieder nach Silberbock, pack die Sachen in dein Haus rein. Dort. Nein, Luca. So. Wo war denn jetzt dein Haus? Das war also, da unten, stimmt. Nicht, das war da unten. Da, Geschäfte. Da. So. Jesse J. Junior. Ey, der hat den Ofen hier abgebaut. Das heißt doch, hier darf man nichts abbauen. In den Häusern. Das Bett ist hier nichts abgebaut. Nee, hier fehlt Hanken. Ich pack dir das jetzt. Ich hab gar nichts abgebaut. Ich pack dir die Sachen hier rein. Zweimal Trockenbeton, zwei Stacks und einmal. Wo rein? In deinem Haus hier in Silberburg. Ach so. Ja, da fehlt einiges. Okay. Darf man eigentlich nicht mitnehmen. Ein Legenspiel. Na, oder hat sich da jemand bedient? Oh, das sind Kleinigkeiten. Ich kann ausrollen. Ich war ein paar Jahre nicht online. Ja, du kannst es ja nicht gewesen sein. Kann ja jemand anders gewesen sein. Ja, das meine ich ja damit. Mhm. Weil ich ja selber nicht da war. Ja, ich... Du hättest das ja auch nicht gemacht. Sonst, zack. Ist doch schnell wieder hingebaut, Mensch. Ist doch nur halb so wild. Brauche ich euch auch und auch. Zack, zack, zack. Ah, nehme ich noch mit. Diese Fledermäuse. Ich habe jetzt so viele Fledermäuse bei mir. Hilfe. Alles kleine Flatterlies. Mhm. Ich richte sie kurz mal neu ein hier. Das ist ein Teil English Speaking. Let's talk about in English. English for runaways, Englisch für Fortgeschrittene. Advanced English. Aber sowas von.
It's Hammer Time, genau. So, ich habe das wieder dein Häuschen hier eingerichtet, so halbwegs. Ja, ich komme gleich mal vorbei. Hat genau gepasst. Dann komme ich mal kurz vorbei. So. Hier in der Zwischenzeit zur hübschen Bäckerin rüber. Zur Bäckerin, ah ja. Ja, du hast einen Bäcker, den ich nebenan hast. Wusstest du gar nicht, wa? Ich habe einen Bäcker nebenan? Mhm. Jetzt geht's aber los. Gibt Streuselkuchen. Pilzburger. Sandwich mit süß-sauer Essiggurke. Berliner gibt es hier. Schokodonuts. Also hier. Blaubeerpfannkuchen. Gibt's eine Bäckerei? Hier geht's rein. Genau. Hier, lol. Und hier irgendwelche Gummitierchen oder sowas hier. Candy Cone Boy. Ja, gibt's auch, ja. Cool, ne? Kaffee. Ne, Espresso. Ach, so, hier Espresso. Extra so ein Schild hier oben dran. Erkennt man doch. So. Kiste, Kiste, Kiste. Da ist Kiste. Ne, das Eisen brauche ich noch. Das brauche ich aber nicht. Ja, da hast du halt deinen Trockenbeton drin, ne? Gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück. Firma dankt. Zack, zack. So, okay. Falls du an welchen brauchst, sag Bescheid. Durch die Maschine ja, geht das so schnell. Vielleicht nächste Woche dann. Nächste Woche dann nicht. Weil wir werden uns jetzt gleich verabschieden. Ich gucke jetzt, kontrolliere jetzt nur mal, noch mal schnell die Tierfallen zu Hause. Mein Gott, ein bisschen Soja hier ernten, auch wenn die jetzt mal pressen. Oh, die Katze tut auf der Treppe rum, okay. Ist, das, ist eine Katze eigentlich nicht ein leises Tier? Eigentlich schon, aber. Eigentlich. Aber nicht immer eigentlich. Irgendwie. Aber der Bomber ist kein leises Tier, nein, der nein. Nicht. Ist ja auch ein Pommespanzer. Was für einer. So. Dann werden wir jetzt erstmal hier einmal pressen. So, rein damit. Der braucht immer noch ständig Munition, weißt du? Dann werden wir hier auch noch was reinschmeißen. So, und die restlichen Sojabohnen schmeißen wir hier ins Lagersystem. Ja, Luca, wie geht's dir? So, haben wir hier noch was an Köder hier, Getreide? Ja, zwei Stück. Nehmen wir zwei Stück mit. Kannst du hier mal kurz so drängeln. So. Ich muss mich daran gewöhnen, dass der Chat jetzt in OBS drin ist. Oh Mann, ey. Ja, dann leckt es aber auch nicht mehr. Genau. Die letzte Woche. Ja, gut, okay, mal hat mir was gelernt. Uns geht es aber ganz gut, können nicht klagen. So, das haben wir. Hallo? Das auch noch mitnehmen. So. Also die Tierfallen sind genial, da brauchen wir sich gar keine Tiere mehr anzuschaffen. Das ist sowas von genial. Aber ich finde es aber besser, wenn man noch ein paar ja, Tierchen der Optik, hat. Ja klar. In der nächsten Welt haben wir es einfach, da haben wir die Standardtierchen dabei. Da gibt es diesen Mod hier leider nicht in der Version. Das heißt, da haben wir auch kein Problem, Männchen und Weibchen zu finden. Das ist immer so eine Sache, entweder findet man nur Männchen oder nur Weibchen. Selten beides zusammen. Das ist für ein Emote. So, und Tiernetze haben wir auch nicht. Das heißt, wenn wir Tiere haben, dann wird es einfach problematischer werden. Aber gut, okay, das kriegen wir alles hin. Ja, die Leine. Genau, die Leine. Die Leine. Ja, mit der Leine. Ja. Weil hier haben wir über Thermal Foundation haben wir diese Tiernetze dabei. Das ist genial. Wirfst du drauf, das Tier drauf, hast es gefangen. Das, was ich in einem großen Rucksack hast du 64 Plätze frei, hast du 64 Kühe im Rucksack. Das muss ein Rucksack sein, ganz schön magischer Rucksack. Das ist echt ein magischer Rucksack. So. Vier Eier haben wir wieder gekriegt. Rohes Rindfleisch, Pute. Hier ist ja, immer noch. Gibt schon bestimmte Regeln bei uns. Dass sowas gar nicht zustande kommt. Da habe ich jetzt wieder zwei Boote drin, okay. Gut, okay. Ich denke mal, Chucky. Ja. Es wird Zeit, unsere Zeit ist rum. Wir haben schon wieder fast 2,5 Stunden. So, Freunde, von unserer Seite soll es das für heute gewesen sein. Wir haben den guten Jesse J. ein bisschen in der Welt rumgeführt. Er ist ja Minecraft wieder Neuling. Der Vergangenheit, Jesse J. hat vieles vergessen.
Habe ein bisschen rumgeführt, hat einiges wieder gesehen, hat einige Wegpunkte entdeckt. Ich denke mal, wenn er weiterspielt, wird er noch viele, viele weitere Sachen entdecken. Ja, mit diesen Worten wollen wir abschließen und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Freunde. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.